Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Es ist die Folge Nummer 18. Wir nehmen auf am 30. November. Und mein Name ist Gunnar Schmid, wollte ich noch erzählen, genau. Ich habe schon Schwierigkeiten, von meinem eigenen Notizzettel abzulesen, den ich natürlich brauche, um meinen Namen zu wissen. Wie immer mit von der Partie, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Das Intro ist schon fast schon zu gut, um wegzuschmeißen, ja. Ja, außerdem in unserer illustren Runde, wie immer, Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. Und das ist mir das letzte Mal beim Nachhören aufgefallen, dass du hier wahnsinnige Alliterationen hier einbaust. Ne? Das ist so wie Danke Anke. Nee, das ist ja keine Alliteration, aber so. das ist mir jetzt erst beim letzten Mal aufgegangen. Ja. Gute Gunnar, selbst ja, Sonja. Ich habe beim letzten Mal damit angefangen. Ja. Normal begrüßt man ja auch erst die Frau. Ja. Aber dieses bei uns, Gunnar, ist das unwichtig. Ja. Das klingt. Ich begrüße erst den, der mich anspricht. Ja. Ich hätte eigentlich Moin Micha dann vielleicht. Oder gibt es sonst noch Begrüßungen mit M? Morsche Micha. Okay, gut. Lassen wir das. Die Zuhörer denken sich wahrscheinlich auch, die sind schon völlig irre. Wir sind auch schon völlig bescheuert, nachdem wir eine Weile, wie es sich für jeden ordentlichen Podcast gehört, eine Weile mit der Technik gekämpft haben. Aber wir sind jetzt zuversichtlich, dass das jetzt läuft. Und jetzt wollen wir ein bisschen besprechen, was so in den letzten Wochen rund um den SVW los war, wie üblich. Ne? Wir sprechen ein bisschen über die Spiele, gucken natürlich auf die Tabelle. Aber es ist ja hier liebgewonnene Tradition, dass die Sonja uns als erstes mal berichtet, wo sie gerade wieder unterwegs war. Sie hat wieder ein paar schöne Spiele mitgebracht. Ja, die ersten davon sind jetzt keine Überraschung. Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war ich ja gerade in Berlin. Mhm. Und habe mir da ja noch die Hertha angeguckt. Wenn man schon mal abends nichts zu tun hat, kann man sich auch mal so ein trostloses Europapokalspiel im Olympiastadion geben. Genau, da hat man von gesprochen, dass das, glaube ich, am Tag drauf anstand. Ne? Genau. Und da war ich dann auch, obwohl es saukalt war und kein Mensch da und so, aber ich habe es mir gegeben. Gegen wen war das? Gegen Luhansk. Luhansk? Ukraine. Da war tatsächlich auch ein kleines Grüppchen dann da. Entschuldige mal, wenn ich da gerade nochmal einhake, das ist ja der Hammer. Ich höre das gerade zum ersten Mal und Luhansk, okay. Ja, siehst mal, wie stark die Europa League im Fokus meiner Aufmerksamkeit steht. Wahrscheinlich bin ich da nicht allein, ich bin wahrscheinlich repräsentativ. Aber auch viele Herthaner wussten das wahrscheinlich nicht, sonst wären sie wahrscheinlich nicht mehr gekommen. Ich wollte gerade sagen, ist es auch die Hertha, die nicht in deiner Aufmerksamkeit steht? Das auch, ja. Aber zum Beispiel die Hoffenheimer Gegner habe ich teilweise auch mitbekommen oder von Köln jetzt oder sowas. Und das sind jetzt auch nicht alles meine Lieblingsvereine, denen ich jetzt irgendwie oder die ich genau verfolge. Ne? Aber naja gut, egal. Also du warst bei Hertha gegen Luhansk. Genau, und am Tag drauf war ich bei der zweiten von Hertha. Die Regionalliga spielen gegen den BFC Dynamo, also ein Berlin-Berlin-Duell. Es war auch ein saulangweiliges 0-0 dann. Was da aber richtig herrlich war, ich war erst am Gästeeingang, weil der Gästeeingang, wie sich dann rausstellte, war am normalen Olympiastadion-Eingang, wo ich auch erstmal mit der U-Bahn ankam und habe dann an der Kasse gefragt, wie komme ich denn hier zum Heimbereich-Eingang oder zum neutralen Eingang. Und dann hieß es, ja, steigst du da vorne in die S-Bahn, fährst eine Station und von da sind es ja noch ein paar hundert Meter. Und das habe ich erst für einen Gag gehalten und dann stellte sich raus, es war überhaupt kein Gag. Also da war wirklich der Eingang, war eine Ewigkeit woanders dafür, dass du den Leuten dann im Stadion sozusagen gegenüberstehst. Ja, Olympiastadion ist groß, aber Moment mal, wieso spielt Hertha 2 im Olympiastadion? Naja, die spielen in diesem, heißt es nicht sogar Amateurstadion, nebendran. Ah ja, okay. Also es ist ja direkt neben dem großen Olympiastadion. Ja, das kenne ich tatsächlich nur von Google Maps, da habe ich das schon mal gesehen, ja. Ja. Ich habe mir da echt die Hacken abgelaufen, bis ich da an diesem anderen Eingang war. Es war fürchterlich. So ging mir das mal, als ich damals in Prag war, bei dem, das Ding, UEFA Supercup, da bin ich irgendwie auch, einmal falsch rum gelaufen irgendwie auf dem Weg zum Stadion und habe da einen Riesenbogen um 100 Sportplätze gemacht. Okay, so, das ist dann dieses Amateurstadion. Ach, das, okay. Wie auch immer du da einen Bogen machst, okay, gut. Naja, das ist ja diese damals hieß es noch Eden Arena, ich weiß nicht, wie sie heutzutage heißt. Ja, ich,
weiß, was du meinst. Du warst ja auch schon da. Und ja. Da hatten sie extra noch so in den U-Bahnen geschrieben, mit, weiß ich, die Chelsea-Fans den einen Ausgang und die Bayern-Fans den anderen Ausgang, ne? Was dann zwar völliger Quatsch war, weil vorm Stadion war es dann eh wieder durchmischt, ja. Also das, aber jedenfalls bin ich dann halt da brav da gelaufen und so meine Orientierung und der Google Maps-Anzeige auf dem Handy nach zu urteilen, ne, bin ich da halt gegangen. Und hab dann aber irgendwie noch einen riesen Bogen, das ist ja auch so eine Eishockeyhalle und dahinter sind noch irgendwie haufenweise Sportplätze, genau. Und da bin ich irgendwie in so einem großen Bogen drumherum gelaufen, statt einen deutlich kürzeren Weg zu nehmen. Das fiel mir nur gerade dabei ein. Weil das Stadion, das wirkt ja so zur Straße hin wie so eine Kulisse und sobald du hinter das Stadion kommst, ist ja irgendwie erstmal so gar nichts und dann diese ganzen Sportplätze so ganz traurig. Ja. Genau, ja, und von nach vorne sieht es irgendwie raus wie so ein Einkaufszentrum eigentlich nur, oder ist ja auch oft verbunden, glaube ich, mit einem. Oder zum Teil auch. Ja, ja. Ja. War drin, hat mir es aber eigentlich ganz gut gefallen damals. Irgendwie so mit sah aus, als hätten die so Holzverkleidung an der Decke und sonst irgendwie. Also das könnte ich so ein nackter Sichtbeton. Also es war eigentlich ganz hübsch. Wirkte auch deutlich größer als die, weiß nicht, wie viele Plätze? 20.000 noch nicht mal, glaube ich. Ungefähr kann ich jetzt aussehen. Ja, also es wirkte deutlich größer. Also. Schönes, rundes Ding, ja. Genau. Aber das ist ja jetzt der Groundhopping von vor wie viel? 4 Jahren? Darauf wollten wir eigentlich gar nicht hinaus. Nochmal kurz zu diesem Amateurstadion da in Berlin. Ist das auch von dem ehemaligen Olympiagelände, also auch so ein altes Teil dann irgendwie? Oder ist das irgendwas später gebautes? Oder fragst du mich was? Oder ist das einfach nur ein Sportplatz mit so einer... Ich würde spontan sagen, dass das irgendwie schon immer dazugehört hat. Also du läufst irgendwie durch so ein, auf jeden Fall aufs Olympiagelände und du wirst auch schon draußen kontrolliert und dann ist da noch so eine Reitanlage und so gedönst. Also ich habe keine Ahnung, was da wann gebaut wurde, aber okay. Gehört schon alles zueinander. War da was los? Es war auf jeden Fall Derby. Der Gäste-Fanblock war gut voll. Kann man sich ja vorstellen, die haben es ja nicht so weit, auch wenn sie aus dem Osten kommen. Na gut, aber kannst du alles noch mit der S-Bahn oder U-Bahn erreichen oder so, ne? Ja, genau. Ich finde es gut, dass man den Gegner von Hertha 2 direkt kennt und den Gegner von Hertha. Ja, genau. Nie gehört, aber geil. Sehr treffend beobachtet, ja, genau. Und vorher das Europa-League-Spiel. Ich kann mich noch erinnern, du hattest da irgendwie ein Foto gepostet, da hattest du irgendwie so mehr oder weniger einen Block für dich alleine, ne? Ja, das fand ich gut. Also ich mag das ganz gerne irgendwo alleine, Beinfreiheit und hab meine Ruhe und nicht so Nervbacken um mich rum. Aber das war jetzt schon extrem, ja, den hatte ich wirklich fast für mich alleine, das war auch der am Rand. Okay. Kann man mal machen, weil für Hertha jetzt nicht so geil, sah im Fernsehen auch total kacke aus, aber... Gut. Ja. Sportlich irgendwas Erwähnenswertes? Oder... genügt uns jetzt mal so. Dass Selke getroffen hat, können wir mal vergessen, glaube ich. Bei Hertha 2 war es witzig, weil eine Zeit lang irgendwie Paul Dardai direkt neben mir stand. Und irgendwie auch so erzählte, wenn ich den allen zu langweilig bin, dann kann ich ja gehen und so. Der relativ drauf. So vom Tag davor irgendwie so, zu wenig Leute da und wir haben gewonnen und keiner freut sich wirklich und so. Ach, gewonnen haben die auch? Aber die aber jetzt nicht irgendwie auch Letzter? Können die noch weiterkommen? Das glaube ich. Die haben es im letzten. Ja, das war ja irgendwie, glaube ich, das vierte Spiel und das jetzt im fünften haben sie es dann verkackt oder so. Ach ja, genau. Ja, das Lustige an der Europa League ist ja, dass die einzige Mannschaft, die noch weiterkommen kann, jetzt Köln ist. Ja, genau. Das habe ich jetzt heute im 93-Podcast habe ich das gelernt, weil ich das auch nicht so genau verfolgt hatte, wie es da steht eigentlich. Und da habe ich dann gelernt, die können tatsächlich noch mit dem Sieg im letzten Spiel noch weiterkommen. Ja. Grüße. Okay, gut, so viel zu deinem Berlin-Ausflug. Was hast du noch gesehen? Was war noch los? Dann ist ja unser allseits beliebter Hessen-Pokal immer noch gut dran. Und da habe ich mir Eddersheim gegen Dreieich angeguckt. Ja, das letzte Viertelfinale, was noch offen war zu dem Zeitpunkt. Genau, da hatte ich auch drüber nachgedacht, hinzugehen. Aber war super, arschkalt. Ja, da geht's schon mal los. Ich glaube, ich war gesundheitlich etwas angeschlagen und habe gedacht, wenn ich mich jetzt auch noch da irgendwie abends in die Kälte stelle, das ist nicht so eine ganz gute Idee. Das ist direkt am Main, ne? Da irgendwie Eddersheim, das ist doch da diese Schleuse da, ne? Ja, ist es, wobei ich den Main gar nicht gesehen habe dann, weil es auch einfach nur
saudunkel schon war. Ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, dass da gerne auch Bälle mal, wenn die mal irgendwie kräftig ins Ausgeschlagen werden, dann auch mal im Wasser landen. Also. Ja, so ein schöner Befreiungsschlag. Ja. Nicht passiert, also aber gut. Ich meine, ich habe in Eddersheim sogar selbst schon mal gespielt. Also mit der zweiten Mannschaft damals von Orlen, aber nicht auf diesem Hauptplatz mit der Tribüne, sondern daneben ist, glaube ich, noch direkt einer. Mhm. Die haben, glaube ich, zwei Rasenplätze, kann das sein? Da war hinten dran, glaube ich, mindestens noch einer, ja. Aber Tribüne ja, ist genau. Jetzt auch übertrieben. Ne? Ja, das eine war halt so der Hauptplatz und daneben war halt dann, glaube ich, aber also in die andere Richtung von der Länge her noch ein Platz. Da habe ich schon mal drauf gespielt, ja. Ja, also. Aber haben wir auch verloren. Ja, so aber wie war ein gutes Spiel. So wie drei Eich, ja genau, das waren viele Tore irgendwie. Wie ging das aus? 4-3 ausgegangen. 4-3, ja. Und Eddersheim hat es tatsächlich gewonnen. Das finde ich ja schon mal ganz cool. Das heißt, die sind auch im Halbfinale, wenn sie da gewinnen und wir auch, dann wir können wir unser Finalgegner. Ja, genau, das zum einen. Und dann könnte man auch recht sicher sein, dass das Finale halt eben auch wieder hier irgendwo nahe bei stattfindet. Sei es jetzt in Wiesbaden oder irgendwo im näheren Umland. Also zumindest besteht gute Hoffnung, dass man sich da wieder auf irgend sowas einigt. Das wäre schon mal ganz cool. Aber gut, das ist jetzt noch ein bisschen weit vorgegriffen. Da stehen ja jeweils noch zwei oder jeweils noch ein Halbfinale davor. Ich habe schon, als ich da rausgegangen bin, da sagte irgendwie so ein Typ zum anderen, so, noch ein Sieg bis zum DFB-Pokal. Ja, klar, können die natürlich mal drauf spekulieren. Wir haben ja durchaus Chancen, uns auch über die Liga für den DFB-Pokal zu qualifizieren dieses Jahr. Ja, genau. Und das weiß man in Eddersheim. Ja, natürlich. Die sind ja auch nicht von Dumbach. Nämlich aus Eddersheim. Ja, genau, vom Main. Ja, sehr schön. Und diese Woche warst du auch noch im befreundeten Ausland unterwegs. Ja, da habe ich mich spontan dazu entschlossen, mir die englische Woche in Frankreich zu geben und war bei Racing Straßburg. Racing? Ich dachte, die sagen Racing. Ist mir völlig wurscht, ich sag, wie ich das will. Ach so. Weil das Schlimme ist ja noch, dass ich muss ja auch noch den Gegner aussprechen, da wird es ja noch schwieriger. Ah, jetzt kommt's. Die heißen ja Caen oder so ähnlich. Ja, ich weiß auch nicht. Die schreiben sich C-A-E-N. Ja. Und so A-E-N, das bewegt sich ja in Französisch dann in so ein Laut, den man eigentlich gar nicht mehr richtig aussprechen kann. Ja. Also auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit Cannes. Nein, Cannes ist was anderes. Ja. Ja, ich bin leider auch des Französischen nur ganz, ganz rudimentär mächtig. Weißt du, wie man es ausspricht, Micha? Straßburg. Okay. Caen, ja. Okay. Genau. Caen. Und ja, sagen die Racing? Nee, die sagen Racing, ne? Racing. Ja. Ich meine, ne? Racing. Also den letzten Buchstaben spricht man irgendwie nie mit im Französischen, soweit ich weiß. Ja, ja, das sowieso. Aber das ist ja eigentlich ja eher ein englischer Ausdruck, den es da reingeschafft hat. Ja, ich mag die Sprache nicht besonders. Ich kann mich erinnern, dass Pierre Littbarski damals zu Racing Paris doch gewechselt ist, oder? Den Club gab's. Den gab's, ja. Ich glaube, die gibt's. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Jetzt erzählt er wieder von vorm Krieg, ey. Ja. Das war sogar in den 90ern. Okay. Ja, erzähl mal von dem Spiel. Ich gucke in der Zwischenzeit nach, wohin Pierre Littbarski gewechselt ist. Von dem Spiel gibt's gar nicht viel zu erzählen. Das war nämlich gruselig. Das war wieder so ein 0-0. Und es sah auch nach 10 Minuten schon nach einem 0-0 aus. Oder es hätte höchstens noch 1-0 ausgehen können. Im Zweifel für die Gastmannschaft, weil da die Abwehr ein bisschen wackelig war von Straßburg. Mhm. Aber sonst, es war wirklich sehr langweilig. Okay. Sure. Ja. Aber hast du wenigstens mal den Ground gemacht. Paris, ja. Ja. Genau, da war ich nämlich noch nicht. Es wurde Zeit. Ja, ja, Racing Club Paris hat er eine Saison gespielt, ist 86 da hingegangen und nach einem Jahr schon wieder zurück zum 1. FC Köln gekommen. So gab's viel. Da auch so eine Antrittspressekonferenz, die man nachgucken kann? So im Lothar Matthäus-Style? Weiß ich nicht. Die Spiele, die du gesehen hast, die vier, die waren jetzt bis auf das Hessen-Pokalspiel irgendwie alle eher mies, oder? Ja, aber also was ich jetzt natürlich nicht erzählt habe, was gleich noch kommt, sind ja die Wehen-Spiele, die ich gesehen habe, über die sprechen wir ja gleich noch. Genau, ja, okay. Und jetzt auch nicht viel besser. Ja, es ist halt Herbst, ne? Ich habe eine miese Phase gerade. Ja.
Ja. Aber man sieht auch das Beste, sowohl an sowohl am Hopping-Segment als auch bei den Wehen-Spielen ist mal wieder der Hessen-Pokal, ne, der gute alte. Immer. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann springen wir doch direkt rein und gucken mal, was die Wehen in letzter Zeit so getrieben haben. Wir hätten hier im Angebot ein Spiel in Magdeburg. Als wir uns ein bisschen Hoffnung machten, dass wir dort gegen einen direkten Konkurrenten mit einem Sieg hätten wir da, glaube ich, erstmals auf Platz 3 springen können, ne? War das nicht so? Kann gut sein. Ich glaube. Aber so weit kam es nicht, denn es war ein 0-0. Und warst du da auch, Sonja? Natürlich. Ah ja, stimmt, klar. Du hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Das war ja quasi so dein Rückweg aus Berlin, den hast du ja über Magdeburg gelegt. Genau. Dann, ne? Ja. Ja, war nicht so eine Riesennummer, ne? Wenn ich das jetzt noch so recht in Erinnerung habe. Nee, also ja, man hatte also aber auch, man hat gemerkt, dass beide erstmal nicht verlieren wollten. Mhm. Und so lief dann auch das Spiel. In Magdeburg hat dann so ein bisschen mehr gemacht, weil sie halt auch das Heimteam waren. Und ja, so. Die hatten da auch davor, glaube ich, irgendwie, was war es, zwei oder drei Ligaspiele nicht gewonnen? Irgendwie sowas in der Größenordnung. Ja, also ich glaube, zwei Ligaspiele ziemlich verloren und dazwischen noch das Pokalding. Ah ja, genau, das Pokalspiel. Also die Woche, die wir so geil gemacht haben, die ist bei denen ja komplett in die Hose gegangen. Mhm. Also die war ja erstmal auf Stabilisieren bedacht und so, da kamen wir dann auch nicht richtig durch. Es war halt dann einfach 0-0, mit dem man dann auch zufrieden sein musste. Was genervt hat, fand ich, war, dass wir schon ein paar Chancen zum Umschaltspiel hatten, also für gute Konter. Und die wurden dann so schlampig liegen gelassen. Also der kam dann irgendwie so der erste Pass schon nicht an, wo man hätte gut durchstarten können. Das hat mich am meisten gestört eigentlich. Mit dem Ergebnis war ich dann einigermaßen zufrieden. Ja, das hatte ich auch in Erinnerung, dass dann tatsächlich es kam kaum zu Chancen, weil es halt immer vorher schon gehakt hat. Irgendwie mit ungenauen Anspielen und solchen Sachen. Micha, du hast das sicherlich auch dann im bei Telekom verfolgt. Oder das kam ja sogar auf, genau. Auf MDR. Ich glaube, ich habe sogar im MDR geschaut, weil ich hatte irgendwas mit dem Stream. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch gesehen und ja, also ich fand, dass man hat schon gemerkt, also dass ich finde, man hat den Siegeswillen nicht so stark gemerkt bei uns, der war eher auf Magdeburgs Seite und nach so einem ersten Abtasten, die hatten ja dann auch ein Tor erzielt, was dann aber abseits war und also sie waren schon näher dran am Torerfolg und ich fand auch, dass die gegen Ende wir haben oft Mannschaften, die hängen dann so ein bisschen auch durch oder du merkst den Kräfteverschleiß und deshalb fand ich bei Magdeburg überhaupt nicht. Also ich fand, die wirkten sehr fit auch und laufstark auch am Ende des Spiels noch und ja, letztlich wurde bei uns eben viel Wert auf die Defensive gelegt und gab eben auch viel Kampf und die Mannschaften sind auch auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen und ich denke, dadurch, dass wir jetzt auch auswärts gespielt haben, und dann auch noch die Pässe so ungenau gespielt wurden, wenn man sich mal befreien konnte, war dann auch letztlich nicht viel mehr drin, ja. Hm. Ja, gut, ich meine, mit einem Punkt auswärts aus Magdeburg wollen wir uns mal nicht beschweren, denke ich. Ja. Sonst noch was zu dem Spiel? Ansonsten würde ich sagen, nehmen wir das auch einfach mal so hin. Nein, gut. Ja. Dann kommen wir doch gleich zum Höhepunkt der Rückschau, nämlich wie immer der Hessen-Pokal. Da durften wir dann gleich mittwochs drauf bei unseren Freunden vom FSV Frankfurt antreten. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie jemand aus der aktiven Szene versehentlich bei uns im Podcast reinhört und Amok läuft. Genau, sein Podcast-Abspielgerät verbrennt. Ja, also die Axt vom Speicher holen. Genau. Ja, unsere Ultras, die haben auch tatsächlich so ein bisschen dafür, naja, sagen wir mal, für Stimmung gesorgt. Also hatten ein bisschen Pyro mit dabei und irgendwelche Stimmung. Ja, sagen wir es mal so, ne? Und irgendwelche Transparente hatten sie, glaube ich, auch. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich so. Und dann haben sie irgendwie T-Shirts dann aufgehängt. Die T-Shirts, genau. Ja, irgendwie, was stand dann da drauf? FCK, was ist das, 365 oder irgendwas in der Richtung? Ich glaube, das bezieht sich auf die Postleitzahl, also 60.
ist das 365 oder irgendwas in der Größenordnung, was da halt von Bornheim da, die Postleitzahl ist, das ja irgendwie so, da wird ja alles kodiert in der Szene, ne? Naja, okay, gut, wenn sie meinen. Und solange es dann dabei bleibt. Aber dafür, dass sie doch relativ streng eigentlich kontrolliert haben am Eingang, war dann doch mal eine gute Stange. Weiß nicht, was hatten sie eigentlich, so ein paar so Fackeln dann mit dem Block. Also, weiß ja, auch nicht. Ich muss ja dazu sagen, wir haben ja live aufgenommen da die letzte Folge und deswegen sind wir ja ziemlich spät in den Block gekommen. Da war ja draußen keiner mehr. Und wenn da keiner mehr steht, dann kontrollieren die dich auch viel genauer, als wenn da irgendwie, was weiß ich, 100 Leute von hinten drücken. Ja, wobei, ich meine, so viele waren es da jetzt dann auch nicht. Ich meine, klar, es waren tatsächlich ja wohl über 100 Leute, aber ja, ich glaube schon, halt, dass alle die sich... Gewalt da, wenn die mit den Bussen kommen und dann wird aber anders kontrolliert, als wenn wir da jetzt ganz allein sind. Bin ich sicher, ob man das nicht hätte finden können. Wahrscheinlich hatten sie es auch überhaupt nicht am Mann, sondern, keine Ahnung, vielleicht schon nachmittags irgendwo über den Zaun geworfen oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung, wie die ihr Zeug reinbringen. Ist mir auch nicht so wichtig. Ja, soll auch jetzt nicht das Hauptthema des Spiels sein. Zum Spiel können wir eigentlich nur verweisen auf, wollen wir verweisen auf unsere Sonderfolge, nämlich die letzte Aufnahme von unserem kuscheligen kleinen Podcast, Folge 17. Da hat man einfach live vor dem Spiel ganz kurz in der Halbzeitpause und nach dem Spiel so ein bisschen geplaudert mit ein paar Gästen. Der Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast vor allem war dabei und der Stefan vom Padercast, der war sogar mit bei uns im Gästeblock. Und ein paar andere nette Twitter-Menschen haben wir auch noch getroffen. Und das war eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Ich fand das Drumherum fast noch besser als das Spiel. Das Spiel war sehr eindeutig und souverän, oder? Sonja, wie hast du es noch so in Erinnerung? Muss ich das alles jetzt nochmal erzählen? Nee, nur mal jetzt eine kurze Zusammenfassung jetzt hier an der Stelle und ansonsten... Es war nicht wirklich gefährdet. Also bei Frankfurt, wenn die mal Chancen hatten, haben die relativ kläglich verhauen und man hat deutlich gesehen, dass wir die Besseren da waren. Naja, und dann relativ früh so irgendwann mal kurz, weiß nicht, im Abstand von 5 Minuten irgendwie 2 Tore hintereinander in der ersten Halbzeit und da war es schon fast erledigt eigentlich. Ja, aber genau, dafür gibt es die letzte Folge. Wer die noch nicht gehört hat, kann das gerne ja noch nachholen. Das sind auch nicht, ist auch nicht so lang, das waren keine 20 Minuten, glaube ich. Das war so ein bisschen was wir halt so da spontan aufgenommen haben. Letztlich musste man froh sein, dass sich keiner verletzt hat, größer, so wie die getreten haben dann teilweise. Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe nur so ein paar Highlights dann gesehen, da gab es irgendwie Mein Taunus TV oder irgend sowas, habe ich sogar die Tore Mein Kick, glaube ich, irgendwas mit Mein Kick. Genau, ja, da gab es dann noch das fand ich dann ganz netten Service, habe ich noch die Tore dann gesehen und von daher, genau, wurde ja alles schon besprochen. Genau, ja, Alf ging da mal zwischendurch raus, aber war dann auch bis zum nächsten Spiel wieder fit, da war ja dann die Länderspielpause, das heißt, er hat dann, mehr als eine Woche dann Zeit gehabt und war dann halt auch wieder in der Startelf gegen Hansa Rostock am einem Freitagabend. Und dann kam der Fluch der Länderspielpause mal wieder zum Tragen. 1-0-1 zu Hause. Das ist so ein schöner Piratenfilm. Der Fluch der Länderspielpause. Mit Christian Hock in der Hauptrolle. Mit Christian Hock als Captain Jack Sparrow oder sowas. Ja. Den stelle ich mir auch sehr schön vor, wenn er irgendwie so mit wie heißt das, Mascara oder sowas, oder Eyeliner, wie sagt man das? Und so einem leicht hundenhaften Auftreten, so wie Johnny Depp dann da so rumspringt. And the Oscar goes to. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Ich wollte gerade auf die Hassrubrik raus und jetzt lacht ihr alle. Und dann, warte mal, ich bin jetzt, nein, ich, das müssen wir jetzt kurz so ausbauen. Captain Ruprecht, hat der nicht jetzt irgendwie, nein, nicht Captain Ruprecht. Nein, Knecht Ruprecht. Aber den Ruprecht, den stelle ich mir so auch schön vor, wie der so einen Papagei auf der Schulter hat und so. Also,
Der hat auf jeden Fall die richtige Statur, ja. Ja, und hier, und wenn Kolke richtig wild ist, der macht doch da auch mit hier bei diesen, da müssen wir was draus machen. Haben wir irgendwie einen talentierten Grafiker an der Hand, der vielleicht irgendwie mal so ein Fluch der Karibik-Plakat irgendwie mal umbaut? Das wäre doch was für Faschingssonntag, oder? Faschingssonntag, jetzt ist ja schon gleich die Überleitung zum ganz zum Ende der Sendung. Du überspringst gerade irgendwie so 5 Kategorien. Sehr gut. Haben wir denn niemanden, der irgendwie so ein bisschen mit Photoshop umgehen kann? Der könnte auch da mal uns ein paar Leute irgendwie so in diese Filmplakate reinmontieren. Ich habe da leider kein Händchen für. Nee, schade. Okay. Ein Höreraufruf. Ja, genau. Wer da mal was Künstler. Wir müssten ja hier wie. Wenn wir erstmal so ein Fame haben wie die von 93, dann gibt es da auch in der Hörerschaft immer Leute, die was basteln. Die haben doch da ihren Glonsch. Der bastelt doch da immer tolle Bilder. Sowas bräuchten wir auch. Glonsch, falls du uns hörst. Ja. Wir sagen es einfach dem Verein, dann sollen die eine Kampagne machen. Oh ja, das läuft hier bei uns immer total gut. Da kommen bestimmt auch wieder 1000 Leute mehr. Bin mir nicht sicher, ob der Vorstand sich so mitträgt. Ja. Ich werde den Glonsch mal bei Twitter anhauen, ob der nicht mal hier uns was machen kann. Okay. Noch was zum Spiel sagen, oder? Ja, bevor wir uns völlig mit dem Abseitigen irgendwie hier verrennen. Das Spiel. Micha, willst du noch mal kurz zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Total nervig. Wir waren, ich fand, sie haben eine starke erste Halbzeit gespielt, hatten auch gute Chancen. Und das muss man dazu sagen, das war ja eigentlich nicht so erwartet, ne? Also die beiden besten Defensiven so gegeneinander, und Hock hat ja auch vorher so quasi mal so angekündigt, so von wegen, da werden wir sicher keine 10 Chancen sehen oder irgend sowas, ja. Ja, genau, also die erste Halbzeit ging ja auch auf unsere Kurve, also auf den Heimstehbereich, und so, dass wir das Versagen vorm Tor sehr nah miterlebt haben. War halt wirklich, also ich fand Hansa echt schlecht. Das mag jetzt ein Ausreißer für die gewesen sein, aber ich fand, die hatten so viel Fehler im Spielaufbau und so einfache Fehler, auch aus unbedrängt, so technische Fehler und hinten dann auch unsortiert und irgendwie vorne auch nicht wirklich einen guten Plan gehabt die meiste Zeit, und dann wird der Kopfball vom Ruprecht irgendwie noch auf der Linie vom Spieler geklärt oder was, und der Schäffler hat da auch 2 gute Chancen versemmelt, und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wie, aber ich glaube auch mit dem Fuß beide. Und also es war, klar, wir haben die jetzt nicht an die Wand gespielt, aber ich fand schon, dass man, also ich hab das nicht so erwartet, genau, weil Rostock eben eigentlich mit einer guten Abwehr und auch ja punktemäßig nicht so weit von uns weg gewesen. Aber ich fand, dass wir da schon klar besser waren. Und und wie es dann manchmal so ist, dann kriegen die noch, ich meine, es gab nicht viele gelbe Karten, aber der eine Rostocker, der schon gelb hatte, hat sich dann noch, der Bischof, genau, ja, hat schon noch gelb-rot geholt. Relativ früh in der zweiten Halbzeit war das, ne? Ja, so 52 so oder was. Und also ich fand, da ist das Spiel noch nicht direkt gekippt, aber danach ist ja relativ schnell auch das Tor für Rostock gefallen, was auch irgendwie total dämlich war, weil mein Mrovca grätscht irgendwie so rein, kriegt den Ball ans Knie und musste auch gar nicht grätschen. Dann gibt es halt eine Ecke, die nicht sein muss. Und gut, dann gibt es ein Kopfballtor von Benjamina, das noch weniger sein müsste. Aber ja, da haben die Rostocker eben einen Standard genutzt, den sie glücklich bekommen haben. Und danach ging dann irgendwie gar nichts mehr. Und das war für mich so das erste Mal gefühlt die Saison. Klar, du hattest das Spiel gegen Halle, wo du richtig schlecht gespielt hast, aber da war so ein richtiger Bruch im Spiel, wo du dann auch, ja, also die hatten irgendwie keine Spielidee mehr und wirkten total verunsichert, und Rostock dann natürlich, klar, mit einem Mann weniger und der Führung hinten auch sicherer. Aber ich glaube, das lag mehr an dem Qualitätsverlust von uns. Und
da hat mich auch zum ersten Mal unser Trainer aufgeregt, weil der hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, ihm ist da nichts mehr. Er konnte sich's nicht erklären. Und schlimmer war halt auch noch, er hatte auch keine Idee, es zu ändern. Zumindest kam da nichts von mir an. Also er hat weder groß von außen meiner Meinung nach dirigiert, noch hat er irgendwie gewechselt, dass sich da nochmal positiv was tut. Oder zu spät gewechselt, meiner Meinung nach. Ja, es kam dann halt noch so die Offensive, Offensivspieler, die er hatte, die kamen dann halt noch nach und nach dann rein, aber es hat sich vom Spiel her eigentlich überhaupt nichts verändert, ja. Ja, aber die kamen auch zu spät. Also brauchst du dann genau, in der 85. Minute brauchst du keinen mehr einwechseln. Genau, genau. Also die kamen meiner Meinung nach viel zu spät. Und wie gesagt, das war halt jetzt auch das erste Mal, ja, dass ich das so, dass es so kollektiv irgendwie, dass da nichts mehr ging. Ja. Also dass von den Spielern nichts mehr kam, vom Trainer nichts mehr kam und klar, man hätte dann auch noch 2-0 verlieren können. Die Rostocker hatten ja dann noch einen guten Konter, wo Kolke sich dann auch nochmal auszeichnen durfte. Mhm. Und also letztlich verlierst du dann ein Spiel wie gegen Meppen, das du eigentlich nie verlieren darfst. Ich habe jetzt nochmal gesehen, er hat nur zweimal gewechselt gegen Rostock. Blacher für Mrovca in der 72. und irgendwie Budulu für Kuhn in der 87. Ja. Gut, es waren ansonsten auch nur noch Verteidiger auf der Bank. Aber ja, also gut, wie gesagt, es hätte wahrscheinlich auch nichts mehr genutzt, wenn er noch zweimal gewechselt hätte. Also die Anweisung, wie sie dann in Überzahl spielen oder einfach da nochmal. Ich habe es auch nicht verstanden, wo die Verunsicherung dann herkam, weil sie waren da vorher besser und spielen ja auch eine gute Runde. Also es gab überhaupt keinen Grund dafür, aber irgendwie ist es halt so passiert und dann kamen sie aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Ja, was mich auch noch verwundert hatte, wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal noch gelobt, dass jetzt gerade so die Außen, die in letzter Zeit ja fast immer Andrist und Diawosi waren, dass die auch gelegentlich halt mal dann die Seiten tauschen. So, und da waren sie halt von Anfang an sozusagen verkehrt rum, also Andrist auf links, Diawosi auf rechts und dabei blieben sie aber auch die ganze Zeit und keiner kam jemals richtig durch. Also dass man da nicht dann wenigstens mal sagt, irgendwie, okay, jetzt so nach einer Stunde, das hat jetzt alles nichts gebracht, wir liegen jetzt hinten, jetzt, dass die vielleicht auch einfach mal nur von links nach rechts gehen, um da vielleicht mal 1-2 Minuten die jeweiligen Gegenspiele ein bisschen zu verwirren. Selbst das kam nicht. Also die konnten ja tauschen, wie sie wollen, das wäre ja völlig witzlos gewesen, weil wir ja immer nur lange Bälle in die Mitte gespielt haben. Ja, genau. Das ist auch wieder wahr, ja, die Außen, die kamen kaum an den Ball, also das war auch, ja genau, so von der ganzen Herangehensweise, wie sie das Spiel angegangen sind, also auch jetzt Spielaufbau fand der kaum noch statt. Ja. Das war schon alles irgendwie sehr merkwürdig. Also ich habe das auch noch nie so krass erlebt, das hatte ich auch geschrieben, dass eine beim Stand von 0-0 und einer eigentlich überlegenen Spielweise und dass dann der Gegner durch einen Platzverweis so dermaßen viel besser wird oder man selbst halt so viel schlechter. Also dass da so ein Ungleichgewicht da reinkommt, das ist mir auch völlig schleierhaft. Ja, das ist ja wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann. Du bist eigentlich besser, verlierst dann, am Ende ja noch nicht mal unverdient, weil du einfach nicht in der Lage warst, das Tor zu machen. Und es ist Freitagabend und dann ist Freitags rum und die anderen spielen alle noch und es ist schon scheiße. Ja. Also, das so unnötig. Und dann denkst, dann gehst nach Hause oder ich zumindest und denk mir dann so, jetzt morgen noch die anderen und da habe ich schon überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ach, das ist echt nervig gewesen. Ja, allerdings, ja. Ich mag ja eigentlich gerne so diese Freitagabendspiele. Ich meine, so im Gutfall ist das natürlich immer total geil. Dann gehst du irgendwie beschwingt ins Wochenende, hast das ganze Wochenende noch vor dir, guckst dir in Ruhe an, was die anderen so machen und so weiter. Und aber halt, wenn es dann schief geht, ist das natürlich dann großer Mist, ja. Was noch dazu kam, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass wir zwei klare Elfer nicht bekommen haben. Ja, so einen sehe ich auf jeden Fall klar, bei dem anderen bin ich nicht ganz so sicher, aber bei welchem bist du dir unsicher? Das würde mich mal interessieren, weil für mich waren beide glasklar, also als ich mir jetzt auch nochmal angeguckt habe. Der zweite, also der erste an Alf, den fand ich unzweifelhaft, also das war auch noch in der ersten Halbzeit. Gesehen, das hat irgendwie jeder aus dem Block auch gesehen, dass
das denn nur auf den Mann und rammt den einfach komplett weg. Ja, also wie ich es mir halt erkläre, ist, dass, dass der Ball eigentlich schon nahezu weg ist und oder es sah vielleicht so aussah, als wäre er schon weg und Alf da eh nicht mehr drum rumkommt. Aber trotzdem auch ja, ohne Ball. Aber selbst in dem Fall kann er den ja nicht wie so ein Bulldozer ja, irgendwie. Absolut, ja. Ich meine, wir hatten ja auch schon Beispiele, wo halt tatsächlich ein Ball schon weg war und der Spieler aber gefoult wurde und das ist halt ein Foul im Strafraum, dann ist halt, ne, wo es woanders einen Freistoß aber, gibt es da halt einen Strafstoß. Jeder Stürmer weiß, wenn der Torwart rausgestürmt bekommt, muss er nur den Ball nochmal am Torwart vorbeilegen und dann ist es scheißegal, ob er an den Ball kommt oder nicht. Wenn der Torwart ihn ummacht, dann gibt es Elfmeter. Ja, weil der Torwart fliegt vielleicht sogar noch vom Platz. Ne? Ja, richtig. Ja? Und der Spieler von Rostock geht halt klar gegen Alf, hat keine Chance, an den Ball zu kommen und läuft die. Also die Laufwege treffen sich und da Alf halt den Ball spielt, ist es ein Foul. Und von daher, das hat auch jeder gesehen. Ja, der war ja auf freie Sicht für jeden, das hat jeder im Stadion gesehen. Ja, genau. Und das ist absolut unbegreiflich, wie man den nicht geben kann. Und gut, der zweite war ja so ein Ding, dass der Rostocker den Ball wegschlagen wollte, Schäffler aber mit dem Fuß noch dazwischen kommt. Und ich meine, dass halt Schäffler halt so von hinten ankommt und der andere ihn halt gar nicht sehen kann. Also das ist aber egal. Bei Paul ja, zählt ja nicht die Absicht. Genau. Sondern bei Paul zählt ja nicht die Absicht. Knöchel dann. Ja. Wenn er absichtlich so am Fuß trifft, kriegt er rot. wenn er halt unabsichtlich so am Fuß trifft, gibt es halt Elfmeter. Das ist halt ja, so. Schäffler sprintet halt gut dazwischen und es muss mindestens einer von den zwei Schiris, die da die Sicht drauf haben. Du kannst auch argumentieren, dass es halt gefährliches Spiel, aber erst, weil Schäffler da reingeht. Ne? Er geht ja nicht gefährlich rein, der kommt dazwischen. Ne? Ja, er spielt ja einen Ball. Ja, er trifft den Rostocker ja nicht. Wie gesagt, also über den kann man, finde ich, noch eher diskutieren. Der andere, finde ich, da fällt mir auch kein Argument mehr ein, warum man den nicht geben kann. Weiß ja nicht, dass wir die reingemacht hätten, aber hätte Rostock vielleicht mal keine 7 Mann auf der Torlinie gehabt, sondern nur einen. Das stimmt, wobei ja, selbst an dem Tag... Ruprecht hat gespielt, der knallt den rein. Ja. Wobei auch Ruprecht kam irgendwie noch einfach alles zusammen. Ja. Alles dazu, ja. Genau. Ja. Genau. Ja, also sehr unschön und da war es wieder nichts mit dem Sprung auf Platz 3, der möglich gewesen wäre. Zumindest für den Abend. Wir hatten uns das eigentlich so schön ausgemalt. Wir wären ja auf jeden Fall drin gewesen. Genau, richtig, genau. Wir hätten sogar für den Abend sogar auf Platz 2 springen können und dann je nachdem, dann am nächsten Tag hat er dann Köln gegen Magdeburg dann gespielt. Hat uns dann aber halt nichts geholfen, wenn man selbst verliert. Ja, das hat Magdeburg dann gewonnen. Deswegen war Köln noch in Reichweite und das hat uns dann jetzt wenigstens am vergangenen Wochenende geholfen, sage ich mal, jetzt für den Zwischenstand. Da ging es nämlich nach Zwickau und da konnten wir 2-0 gewinnen und Micha war vor Ort für uns. Ja, tatsächlich. Genau, ich war... Für uns. Ja, natürlich, nur für uns. Also, Berichterstattung live hier in NEL. Genau, also ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, da meine Frau eine Freundin hat, die jetzt, die mal hier in Wiesbaden gewohnt hat, jetzt aber wieder in Zwickau, sodass wir einen Familientrip übers Wochenende gemacht haben und ich eben dann samstags zum Stadion gefahren bin und da ich da ja auch noch nicht war, genau, habe ich mich zu den 26 anderen Mitgereisten gestellt in den Block und also das Spiel war auch, hatte den ganzen Tag geregnet, als ich morgens aufs Handy geguckt habe, Wetterbericht, stand da irgendwie, ja, Regen 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter, Dauer 17 Stunden. Das war schon mal war schön. Gute Laune. Und, ja, genau. Aber das Stadion ist ja, also wenn man es denn, ja, es ist ein Stadion, aber es sind eigentlich sind's ja nur 4 Tribünen. Also es gibt 4 Tribünen, die nicht miteinander verbunden sind. Genau, die Ecken sind da komplett offen, ja. Die Ecken sind komplett offen und frei. Es waren auch nur 3000 Zuschauer da, also 3026. Ja, genau. Und, dank 27 Gästefans, über 3000. Und klar, die haben jetzt auch, die stehen unten drin, haben jetzt auch, glaube ich, das 5. Spiel in Folge verloren und es war halt auch scheiß Wetter und da kann ich auch jeden
ansatzweise verstehen, der eben nicht kommt. Aber gut, ja, wir, auch da war es so, dass die Wiener haben eher abwartend gespielt. Klar, es war dementsprechend nicht kein optimales Spielfeld durch den Dauerregen. Und Zwickau kommt über den Kampf. Und gut, wir haben uns dann erstmal ein bisschen hingestellt und geguckt, was die so anbieten. Und ja, dann, klar, es gab ein, zwei Gelegenheiten auch für Zwickau, die waren jetzt aber nicht so gefährlich, fand ich. Und richtig interessant wurde es so vor der Halbzeit, wo dann ja auch das 1-0 gefallen ist. Und das im Prinzip aus einem krassen individuellen Fehler, weil Zwickau den Ball eigentlich hätte klären können. Und dann der Verteidiger den Ball aber irgendwie dotzen lässt oder abprallen lässt von sich. Und dann kommt eben die Flanke, die Kopfvollablage von Schäffler und dann der Schuss von Breitkreuz, den er da schön reinmacht. So ein bisschen aus dem Gewühl, aber ja, also eigentlich eine schöne Volleyabnahme. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wenn ich kurz da das ergänzen darf, ja, dass Breitkreuz ein Tor macht, also zumindest für uns, was nicht irgendwie nur noch so reingeschoben oder reingefallen ist, irgendwie so aus kurzer Distanz, sondern tatsächlich mal einen Schuss, ein richtiger, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, also der hat keinen so, für einen Stürmer keinen so harten Schuss, zumindest habe ich ihn noch nicht so festschießen sehen. Ja. Und ja, und dann ist es so, dass du dann natürlich in den paar Minuten bis zur Halbzeit noch fast auf jeden Fall noch ein Tor machen musst. Ja, also da war ja noch die Chance, wo Schäffler so nach einer Flanke unmittelbar vom Torwart auftaucht, aber das halt ein kurzer Abstand ist, wo der Torwart gut rauskommt. Und dann hast du aber das Ding, da war Zwickau wirklich ungeordnet, wo Diawusi dann auch super, also der wird geschickt und dann eigentlich denke ich, der kann gar nicht an den Ball kommen, aber irgendwie kommt er doch an den Ball und legt ihn dann super quer und Schäffler dann wirklich, der Torwart hat keine Rolle mehr gespielt. Und ich habe mir das auch nochmal in der Wiederholung angeguckt. Also er will den Ball dann halt ins Eck oder Richtung Eck schieben, aber der Verteidiger taucht da jetzt eigentlich auch nicht überraschend auf. Der war da schon und das muss er besser machen einfach. Also dafür für aus 10 Metern, wo der Torwart keine Rolle spielt, den muss er einfach reinmachen. Und ja, das war dann so, dann ärgert man sich noch mit einer 1-0-Führung in der Pause und denkt, hoffentlich rächt sich das nicht, ne? Ich fand es auch schade für Diawusi, weil der halt sich da so schön durchsetzt und dann, er hätte auch durchaus selbst abschließen können, legt stattdessen halt ab, weil das eigentlich so dann der sichere Weg war. Weil er selbst hatte dann so quasi so das 1-1 gegen den Torwart, bleibt an dem hängen oder sonst irgendwie. Nein, er legt rüber, schön auf Schäffler. Ja, der ist dann halt vermasselt, wenn man es mal so will. Ne? Aber Diawusi hatte einen Moment, da war die lange Ecke frei, der hätte den auch schießen können. Aber also was er macht, ist natürlich trotzdem gut, ne? Aber wir wissen ja auch, sein Selbstvertrauen mit er vorher so viel nicht getroffen, da war die Ablage schon nicht verkehrt, aber muss halt auch ein Tor sein. Also die Übersicht war super, der Pass war genau richtig und die Chance zu treffen hat sich dadurch deutlich erhöht. Allerdings war es halt jetzt leider der Schäffler der letzten Spiele und nicht der Schäffler der ersten Spiele. Oder der Spiele kurz vorher, ja, genau. Ja, genau. Und und dann das Schlimme ist, dass du ja dann nach der Pause so weitermachst, in Form von Andrich dann, der dann auch das leere Tor mehr oder weniger nicht trifft. Auch nach einer tollen, das war ein abgewehrter Ball. Das war auch ein Schuss von Breitkreuz, den der Tor nicht festhalten kann. Ja. Und nach vorne abwehrt und Andrich den dann da über den Querbalken donnert. Da habe ich auch dann da gestanden und dachte so, in der Saison geht es dann gut. Aber da auch dann Kolke, der dann ja, wenn man gegen Ende zum Ende des Spiels springt, wo dann Öztürk, glaube ich. Genau, den kennen wir auch noch. Ein schießt, der wird dann noch abgefälscht und Kolke taucht Richtung Pfosten und fischt den dann auch raus, zu tun. Der wäre so genauso neben dem Pfosten noch so reingekullert und Und dann machst du im Prinzip kurz, nach einer abgewehrten Ecke, kurz vor Schluss einen Konter, wo auch dann der Zwickauer eigentlich den Ball dem Andrist in die Füße spielt.
Und Andres dann eben einfach mit seiner Schnelligkeit auch und Technik schön den Ball nach vorne treibt, auch die, wo sie sieht, querlegt und der dann tatsächlich voll geil das erste Mal für uns in einem Pflichtspiel dann auch den Sack zumacht und das Ding schön reinmacht, also vom Torwart die Nerven behält und hat mich doppelt gefreut natürlich, A, dass das Ding dann durch war und B, dass die, wo sie dann auch endlich mal getroffen hat und auch sehr souverän oder wie der Reporter dann sagte, der bleibt eiskalt vorm Tor. Ja, ja, da hat er die Ruhe bewahrt. Ja, das hat man ja auch schon gerade am Anfang der Saison ein paar Mal anders, wo er dann halt. Aber gut, vielleicht ist das jetzt halt die Erfahrung von, weiß ich nicht, 15 Drittligaspielen oder so, dass die dann da schon den Unterschied ausmacht. Ja. Genau. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, so dass ein Kuhn, den ich jetzt nicht besonders geschätzt habe, aber da ist mir schon aufgefallen, wenn der dann im Laufduell mit seinem Gegenspieler war, also in der rechts außen von ihm aus gesehen, dass der dann auch nochmal da richtig Gas gegeben hat, die Grätsche ausgepackt hat und die Flanke verhindert hat. Das war dann eben bei Reddemann, der ja dann, da wurde ja wieder, Minzel wurde ja wieder umgetreten dann von König in der ersten Halbzeit. Da kam ja Reddemann dann rein, bei dem sah das halt anders aus, ja. Also der hat die Flanke eben dann nicht mehr verhindern können und da merkst du einfach halt den Qualitätsunterschied auch. Wobei das ja mit Minzel, das war ja auch schon wieder, also will jetzt die Fans in Zwickau nicht pauschal verunglimpfen, aber also das war selten dämlich. Also der, es stand 0-0, wir sind der Favorit. Unser Verteidiger wird von dem im Stürmer also der hält halt den Fuß drauf, ja, was ja da wirklich auch nicht ganz ungefährlich ist. Und dann bleibt halt Minzel liegen, das Publikum pfeift, Minzel wird behandelt, das Publikum pfeift, dann zeigt der Betreuer an, dass er nicht mehr kann und ausgewechselt werden muss, das Publikum pfeift, also so was Dämliches. Der alte Schauspieler lässt sich sogar auswechseln. Ja, nach 25 Minuten beim Stand voll 0-0, ja, also das ist das hat jetzt nicht besonders, ich nicht, aber das war wirklich sehr komisch. Hat auch der Telekom-Kommentator entsprechend kommentiert, dass, oder klar benannt, dass das ein ziemlich unmögliches Verhalten ist. Ja, genau. Ansonsten hatten die da ein gutes Catering. Also es gab da Kaffee, Tee, drei Sorten Bier, alkoholfreies Bier, Fischbrötchen, Schnitzelbrötchen. Das ist voll süß, wenn du überlegst, was das für ein Aufwand ist, das für 27 Leute da irgendwie hinten in die Ecke zu karren. Ey. Wobei, ja, ich meine, die Brötchen hatten sie ganz gut abgeschätzt, die waren dann fast alle weg. Und ich sag mal, es gab jetzt, klar, es gab eine Sorte Bier vom Fass, der Rest war aus der Flasche, aber ich sag mal, die Zwickauer, ich habe jetzt den Zuschauerschnitt nicht direkt vor Augen, aber so viel höher wie bei uns wird der nicht sein. Vielleicht ein bisschen. Ich meine, die machen den Gästeblock halt auch für 27 Leute auf, und haben halt so ein Angebot, ja. Und ich meine, da kann man sich vielleicht bei uns auch mal eine Scheibe von abschneiden, ja. Ich meine, gut, die hatten jetzt keine Bratwurst, das muss man sagen. Das hatten sie gar nicht. Also sie hatten keinen Grill oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Und allein das Getränkeangebot war halt, einfach gut. Wobei, das noch kurz erwähnt, der alte Fritz von W-Originalen, die haben auch, also hat auch mit seiner Frau zwei Tage in Zwickau verbracht und kam dann an und sagte in der Halbzeitpause, habt ihr noch Tee? Oder habt ihr einen Tee? Die so, ja. Was wollen sie denn haben? Also was habt ihr denn? Also ich so, ja, wir haben schwarzen Tee, Kräutertee und Hagebutte. Was sagt er? Egal. Wo ich so denke, weißt du, dann hat man schon mal Auswahl und was wollen sie dann? Oh, egal. Macht weg gut. Auch kaum Unterschied, ja. Warum fragt er denn vorher, was er hat, wenn er danach dann egal sagt? Naja, gut, okay. Es war so, sie haben gehört, habt ihr Tee? Und dann haben sie gemeint, ah ja, wir haben das. Ja. Was wollen sie? Ja, egal. Ja. Hauptsache heiß und schnell. Völlig erschlagen vom Angebot. Ja. Ja, egal. Das war halt so Zwickau für mich. Und wie gesagt, war gut, dass die Tribüne überdacht war. Und aber ansonsten auch ein Spiel, wo du sagst, gut, Mund abwischen, drei Punkte und
ja, die niedrigste, der niedrigste Sieg über Zwickau der Vereinsgeschichte, aber gut. Ja, letzte Saison haben wir beide Spiele 3-0 gewonnen. Genau. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, letztes Jahr haben wir ja da noch gar nicht gespielt, das war ja noch in Dresden doch damals, weil das Stadion noch nicht fertig war, ne? Bei dem Umbau. Genau, also, ja, genau. Also letztes Jahr war es auch so, dass wir das Hinspiel 3-0 gewonnen haben, obwohl Zwickau fast besser war und wir aber die Tore gemacht haben. Und im Rückspiel haben wir die ja dann, da waren die so schlecht bei uns, wir haben die 3-0 geschlagen. Und danach haben die eine Rückrunde hingelegt oder danach haben die dann eine Siegesserie hingelegt. Die sind ja, wir waren ja beide unterm Strich nach der Winterpause und die waren so schlecht bei uns und danach haben die nur noch gewonnen und sind dann ja auch, haben dann auch die Runde gut abgeschlossen, aber das hat sich jetzt... War das bei uns noch unter Fröhling letztes Jahr? Nein, das war der erste Sieg bei Rehm. Oder war das schon Rehms erstes Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, ich glaube. Ja, genau. Ich glaube. Ja. Das war das erste. Das ja. War doch dann unser erster Sieg seit Anfang Oktober oder so. Ja, richtig, genau. Okay. Ja, so. Mit Diawuzi haben wir jetzt schon den 14. Verschiedenen Torschützen. Damit sind wir mit Abstand die, wie sagt man denn? Am schwersten ausrechenbar. Oh, das ist gut, ja, genau. Ich wollte irgendwas mit verteilt oder sonst irgendwas sagen, aber das gibt, glaube ich, keinen deutschen Satz, was ich da gerade im Kopf hatte. Probier es trotzdem. Die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Ja. Jedenfalls sehr erfreulich, dass auch der junge Mann jetzt endlich mal ein Tor gemacht hat, hast du ja schon gesagt. Und mit dem 2-0 sind wir jetzt auch erstmals seit kurz nach Saison am Beginn, als wir schon mal ganz kurz mal für ein Spiel Tabellenführer waren, aber das war ja schon am zweiten Spieltag. Und jetzt sind wir zum ersten Mal wieder auf den Aufstiegsringen, nämlich auf Platz 3, also beziehungsweise auf den Relegationsplatz, wenn man genau ist, weil Fortuna Köln in Rostock verloren hat. Nee, zu Hause, ne? Wie war denn das? Nee, in Rostock. Die hatten schon 2-0 in Rostock geführt und das Spiel dann irgendwie am Ende 5-3 verloren oder irgendwas. Das war ganz wild, ne? Mhm. Genau. Ja. Warte mal, ich mach mal hier gerade einen Marker, genau, also Tabelle. Ja, Paderborn nach wie vor mit einer wahnsinnigen Punktausbeute. Sie haben jetzt auch zum ersten Mal ein Heimspiel verloren gegen Karlsruhe. Aber trotzdem schon 40 Punkte nach 17 Spielen, das ist schon richtig dickes Ding. Magdeburg jetzt auch nach der zwischenzeitlichen kleinen Durchhänge, glaube ich, ein paar Spiele gewonnen und jetzt 37 Punkte. Dann ist schon so ein bisschen ein Abstand. Da kommen wir mit 33 und Fortuna Köln mit 31. Und dann gleich 1, 2, 3, 4 Mannschaften mit 28. Rostock, Groß-Asbach, Karlsruhe und Unterhaching. Und das kann eine ganz enge Geschichte werden, glaube ich. Was so die. Ich glaube, dass Karlsruhe da noch hochkommt. Also vor den anderen drei habe ich weniger Angst, aber Karlsruhe ist richtig stark inzwischen. Ja, weiß nicht, wer sich bei. Die haben sich richtig hochgearbeitet gerade. Ja, seit dem Trainerwechsel geht es bei denen der steil bergauf. Ich glaube, die haben seitdem nur noch ganz wenig Gegentore und auch demzufolge fast alles gewonnen. Ja, mal gucken. Unterhaching ist natürlich auch immer für was gut. Rostock hat ja, sich auch ist auch ganz schön in Schwung gekommen, also ja. Also ich glaube, dass also Karlsruhe denke ich auch, die haben sich jetzt gefunden und die haben einfach einen guten Kader. Die werden hochkommen und wir müssen halt gucken, dass wir möglichst Karlsruhe noch auf Abstand halten, möglichst lange. Ich denke auch, dass Köln hat jetzt ein paar Mal verloren. Die werden jetzt ein bisschen nach unten durchgereicht. Ich meine, letztes Jahr war doch auch Lotto am Anfang so stark und die haben dann auch stark nachgelassen, ne? Ja, irgendwas war da, ja. Und also ich denke mal, Groß-Asbach und auch Haching. Haching ist ganz gut, aber die werden immer wieder so ein bisschen hoch und runter fahren mit ihren Leistungen. Ich denke, die Konstanz haben die noch nicht und von daher denke ich,
wenn es auch bei unserer Seite, von unserer Seite aus so weiterläuft, hast du dann einen Vierkampf um die obersten Plätze, vielleicht noch mit Rostock, die so ein bisschen da noch am ehesten den, obwohl die jetzt mir gegen uns auch nicht gefallen haben, aber das ist jetzt nur ein Spiel, aber ich denke so, dass ja wir tendenziell eher gucken müssen, was Karlsruhe macht, als was Fortuna Köln macht. Ja, mal gucken. Ja, ganz so sicher bin ich dann noch nicht. Ich denke, es werden sogar wahrscheinlich mehr sein und die meisten werden sich vermutlich dann irgendwie so um Platz 3 nur balgen. Also das könnte irgendwie so ein, weiß ich, allein 3- oder 4-Kampf oder sowas um Platz 3 vielleicht sogar geben. Je nachdem, vielleicht Magdeburg hängt auch mal durch. Paderborn habe ich momentan so den Eindruck, die ziehen das gerade richtig durch. Also okay. Ja, gut, das werden wir sehen. Das werden wir jetzt dann ja schon gleich am kommenden Samstag sehen. Aber nochmal kurz, um bei der Tabelle zu bleiben. Das wird die perfekte Überleitung, ja, und du legst sie weg. Ich lege die nochmal kurz zur Seite auf Wiedervorlage. 33 Punkte. Ist eigentlich schon ziemlich gut. Also ich glaube, Duisburg hatte letztes Jahr nach 17 Spielen 31 und die waren damit Tabellenführer, ne? Ja, fällt dir auch die Schnapszahl-Kombi auf, die wir haben? 33 zu 11 Tore. Und der sich daraus ergebende Differenz von 22. Und die 33 Punkte, ja, es ist sensationell. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Was ich noch viel schöner fände, wenn wir jetzt gut? wenn's jetzt nach dem nächsten Spiel, wenn wir dann wieder 36 Punkte nach 18 Spielen hätten, dann hätten wir wieder genau meinen geliebten 2-Punkte-Schnitt. Ja. Den finde ich, da bin ich noch viel schärfer drauf, aber gut, Zahlenspielerei. Aber es könnte unser Pech sein dieses Jahr, dass wir, obwohl wir eine ganz starke Runde spielen, viele Punkte haben, dass es am Ende trotzdem nicht reicht. Also das ist durchaus eine realistische Möglichkeit. Während in anderen Jahren, da hast du halt vielleicht nur ein oder zwei gute, manchmal noch nicht mal die. Aber gut, es ist noch lange Zeit. Also es ist noch nicht mal die Hinrunde vorbei. Also von daher gucken wir mal. So, am anderen Ende der Tabelle, Erfurt, das versinkt gerade sowohl sportlich als auch mit allem anderen völlig im Bodenlosen. Jetzt habe ich gelesen, die hätten jetzt eigentlich Mitgliederversammlung gehabt. Die haben sie kurzfristig noch abgesagt, weil sie nicht feststellen konnten, wie viele stimmberechtigte Mitglieder sie jetzt eigentlich gerade haben. Was wohl damit zusammenhängt, dass ja irgendwie, wie auch immer das funktioniert, die neue Vereinsführung oder vorübergehende Vereinsführung oder sonst irgendwie keinen Zugriff auf die Konten hat. Deswegen können die nicht kontrollieren, ob die Mitglieder ihren Beitrag bezahlt haben und ob die deswegen stimmberechtigt sind. und was auch sonst da alles läuft. Ein super Verein für Datenschützer, oder? Sonst kritisieren wir immer alles, aber hier, Rot-Weiß Erfurt. Ja, also und da geht es dann halt auch wohl richtig ums Eingemachte. Also selbst falls sie sportlich dann nochmal rauskommen, ist dann auch sehr die Frage, ob sie aufgrund der wirtschaftlichen Situation die Lizenz bekommen oder ob es Abzüge gibt und was nicht alles. Also das wird das, eine ganz... Das ist halt, genau, das ist genau der Punkt. Also die Erfurter hatten ja jetzt schon aufgrund der finanziellen Probleme viel Qualität gehen lassen, also nicht viel, aber Qualität gehen lassen müssen und viel auf junge Spieler gesetzt. Und wenn du dann auch immer hörst, was für ein Chaos da ist mit, weiß ich nicht, Präsident zurückgetreten oder rausgeworfen und keine Kohle da und es klappt ja gar nichts. Das ist ja nochmal doppelt deprimierend. Selbst wenn du dann sportlich vielleicht auch mal so, also auch, du hast ja dann überhaupt keine, also natürlich versuchen die zu gewinnen, aber das ist generell so ein, alles negativ ist drumherum noch, dann klappt das ja erst recht nicht am Platz, ja. Also dann, ich glaube, die kann man fast schon als, das würde mich sehr wundern. Also klar, wenn die das irgendwie noch gedreht bekommen, aber ich denke, Erfurt wird als Urgestein weichen müssen. Das sieht nicht gut aus, zumindest momentan, ja, für den Drittliga-Dino, der als einziger alle 10 Drittligaspielzeiten mitgemacht hat. Eventuell holen wir sie schon bald dann ein in der ewigen Tabelle. Momentan haben sie noch 32 Punkte Vorsprung.
Ja, zum Saisonende könnte es reichen. 22 Punkte haben wir schon gut gemacht diese Saison. Ja, ja, genau. Uns läuft doch. Ja. Okay, aber das nur so am Rande. Ansonsten, unterm Strich ist noch Bremen 2. Da übrigens auch noch eine kleine Bemerkung. Da hat ja dann, anfangs standen sie ja noch ganz gut da. Und haben dann aber auch, weiß nicht jetzt, wie viele Spiele irgendwie nicht gewonnen. Mit dem Ergebnis, dass dann der Trainer von der zweiten Mannschaft befördert wird zum Trainer der ersten Mannschaft. Das hat doch in Mainz auch funktioniert. Der Sandro Schwarz ist mit der zweiten abgestiegen, aber ist dann auch befördert worden zum Chef. Stimmt, ja, genau. Und also, macht es da jetzt eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja. Genau. Ja, also ich denke, die Bremer Zweite, die wuseln sich immer noch irgendwie da raus. Und der Abstand ist ja wirklich nicht so groß da unten, jetzt mal von Erfurt abgesehen. Naja, das geht ja alles in Punkteschritten. Ein Punkt mehr, dann halt genau. Zwickau und Chemnitz, dann Osnabrück und Münster, dann Lotte, dann Würzburg und Kickers. Also das ist, noch nichts entschieden. Die Würzburger kommen jetzt auch langsam in Fahrt. Die gewinnen jetzt zumindest ab und zu mal. Ja, genau. Aber gut, die dürften jetzt für uns nicht mehr so interessant sein. Naja, also ich glaube, dass die dürften oben eigentlich keine Rolle spielen. Dafür ist der Abstand dann schon zu groß. Ne? Mit 14 Punkten Rückstand jetzt auf Platz 3 aktuell. Ja. Also das, wenn die uns noch überholen, dann brauchen wir uns auch keine weiteren Gedanken mehr machen. Nee, dann sind wir halt noch der oder Zehnte oder irgend sowas. Naja, egal. Ja, okay, also so viel zur Tabelle. Dann hast es gerade schon so schön angetriggert. Jetzt nehmen wir das mal wieder vom Wiedervorlagestapel. Am Samstag geht's gegen Paderborn. Spitzenspiel in der Britta Arena. Unser letztes Heimspiel für diese Saison. Da erhoffe ich doch... Für dieses Jahr. Was habe ich gesagt? Die Saison? Das ist natürlich Quatsch. Für dieses Kalenderjahr, genau. Ja. Unsinn, ja. Dieses Kalenderjahr, genau. Schon am 2.12. Wobei ich... So aktuell, wie die Witterung so ist, finde ich das jetzt mal gerade gar nicht so schlimm, dass man nicht kurz vor Weihnachten auch nochmal da sich einen abfrieren muss. Doch, zum Weihnachtssingen. Ja, das findet ja dann diesmal zum Glück ohne Spiel statt und deswegen kann ich das dann... Und ohne uns. Und ohne uns, genau. Ja, ich wollte ja kommen, aber es gibt keine Karten mehr, ja. Nicht wirklich, oder? Die haben es nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Nein, aber die haben. Ich habe neulich irgendwo eine Meldung gelesen. Wo war das denn? Oder in irgendeinem Zeitungsartikel, wie viele 1000 Karten angeblich da schon verkauft seien? Sonja, weißt du das noch? 7000 haben die gesagt. Wobei die ja irgendwie. Irgendwelche Firmen ja, glaube ich, diese Karten kaufen und ob die dann weiterverkaufen oder ob die dann verschenken, verlosen, an ihre Mitarbeiter verteilen, das weiß man jetzt nicht so genau. Aber Leute, die sie nicht mögen, so, ja, wir haben hier noch was. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da 7000 Leute gibt, die da 10 Euro selbst mit Absicht ausgeben. Also das läuft doch bestimmt unter dem Charity-Aspekt und die Firmen, die Karten kaufen, können es von der Steuer absetzen oder irgend so ein Kram und verteilen die dann die Mitarbeiter kostenlos oder irgend sowas. Ja. Ja, wahrscheinlich sowas, ja. Ja, okay, wie auch immer. Sollen sie machen, ist ja schön. Also, vielleicht kommt dann auch jemand mal und denkt sich, oh, diese wunderschöne Arena, da muss ich auch unbedingt mal hingehen, wenn Fußball ist. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber. Hoffen wir, dass ein paar Leute mehr am Samstag kommen zum Spitzenspiel gegen Paderborn. Mhm. Auch wenn man davon nichts merkt. Es gibt, glaube ich, keine Plakate. Es gibt, glaube ich, auch vom Verein nichts irgendwie, das darauf hinweist, dass das Spiel ist. Aber nee, gut. Aber dafür hängt halt jetzt schon seit einigen Wochen ein riesengroßes Transparent außen an der Britta Arena, was auf die 90er-Party im Mai oder Juni oder irgend sowas hinweist. Oh ja. Auf die freue ich mich auch schon. Ja, also das haben sie schon geschafft, da ein Riesenplakat aufzuhängen, ein halbes Jahr vorher. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass die Fußball nur lästig finden inzwischen, dass sie einfach dieser scheiß Arena einfach nur noch andere Sachen machen? Der Stefan Blöcher emanzipiert sich vom restlichen Verein und führt die Britta Arena. SVWen daraus? Macht eine Erfolgsstory draus. Wir müssen uns bald einen neuen Baugrund suchen, genau. Ja.
Wahnsinn. Aber ich finde es gut. Also wir spielen, es spielt der Erste gegen den Dritten, es spielt die beste Offensive gegen die zweitbeste Offensive. Und danach gibt es noch Glühwein trinken mit den Spielern, wer will und eine Dauerkarte hat. Ja, genau. Also das könnte ähnlich gut werden wie Freitag gegen Rostock. So vom Ansatz. Ich wage jetzt keine Prognose an der Stelle, aber bin ein bisschen, ja, oder sagen wir mal gedämpft optimistisch, dass wir es nicht verlieren. Es ist keine Länderspielpause, von daher werden wir es nicht verlieren. Ja. Wir haben 4 Niederlagen bisher gehabt in der Saison und 3 davon direkt nach so einer Länderspielpause. Von daher können wir froh sein, dass keine mehr kommt jetzt. Ja, das ist super. Ich würde sagen, ich schreibe mal die FIFA schon aufgesetzt. Ja. Und mit ärgerlichen Heimniederlagen hat man jetzt mit dem Meppenspiel und dem hier jetzt gegen Rostock, da hat man jetzt auch genug. Das reicht jetzt erstmal. Ja. Genau. Dann, was kommt denn dann danach? Lass mich gerade mal schnell schauen. 2 Auswärtsspiele. Dann kommen noch 2 Auswärtsspiele. Das letzte Hinrundenspiel ist dann die Woche drauf, samstags in Aalen, bei unserem alten Freund Peter Vollmann und diversen Ex-Spielern auf dem Platz, als da wären. Warte mal, wen haben wir denn da? Da ist natürlich Schnellbacher. Müller, ist der noch verletzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ne? Man hat nichts mehr von ihm gelesen, was auch Minzels Liga-Einsätze angeht und dem Rekord da. Wobei Minzel ja auch überholt wurde ja von diesem, ich glaube, wer war es? Tim Danneberg von Osnabrück, ne? Aber genau. Man spielt halt noch in der Abwehr, spielt Geier. Genau. Der da, glaube ich, auch nach wie vor gesetzt ist. Ich habe jetzt da die letzten Spiele jetzt nicht im Detail verfolgt. Ich habe eigentlich nur geguckt, ob Schnellbacher mal trifft. Hat er, genau. Ja, hat tatsächlich mal gegen Unterhaching das 1-0 erzielt. Er durfte von Anfang an ran und hat das 1-0 erzielt. Endlich hat damit seine Ausbeute. Wer hat es vorausgesagt? Ja, tatsächlich in unserem kleinen Gruppenchat hat Sonja schon gesagt, vorher schon, Luca schießt Haching ab. Ja. Und ich habe dann geschrieben 1-0. Das war noch bevor es passiert ist, okay. Ja, direkt danach. Ja. Also direkt. Aber er bleibt sich zu seinem alle 8 Spiele ein Tor so treu, oder? Ja, momentan ist das der Schnitt. Hat gegen uns dann jeweils einen Hattrick und dann guckst du blöd am Ende. Ja, guckt ihr aber auch blöd. Ja, gucken wir alle blöd. Ja, gucken wir sehr blöd, ja. Gut, also wir schauen mal, was da passiert. Jedenfalls ist das dann sozusagen der Hinrundenabschluss und dann gibt es noch vor der Winterpause noch das erste Spiel der Rückrunde. Und das ist dann für uns gleich noch ein Auswärtsspiel in Jena, ne? Ja. Genau. Und zwar, aufgepasst, schon um 13 Uhr. Nicht wie üblich um 14 Uhr samstags, sondern schon um 13 Uhr. Ich glaube, die haben da irgendwas mit, weiß ich, haben die kein Flutlicht oder ist das zu schwach oder was ist da los? Das ist zu schwach. Das ist zu schwach. Okay. Genau. Deswegen, also, wer hinfährt, sollte es sowieso im Auge haben, aber auch wer es im Fernsehen guckt, dran denken, 13 Uhr. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass du wegen jeder Scheiße irgendwie die Lizenz in Gefahr hast. Dass du 300.000 Plätze im Stadion haben musst, wenn nur 3.000 kommen. Und dann so ein schwaches Flutlicht. Oh ja, die sind da irgendwie dran, dass da gab es irgendwelche Probleme. Ich hatte das mal nachgelesen. Aber ja, also ich meine, wenn es denn überhaupt stattfindet. Ich meine, wenn es da jetzt irgendwie geschneit hat oder was. Und da habe ich eigentlich eher für allen Angst, muss ich sagen. Da auf der Schwäbischen Alb, ja, das kann natürlich. Unser erstes Auswärtsspiel im neuen Jahr ist ja dann auch in Haching im Januar. Also ich meine, ja, super. Alle Spiele, die ausfällen. Wenn es gut läuft, haben wir dann eine englische Woche nach der nächsten, ja. Im April. Dann. Im neuen Jahr. Ja, so wie Lotte dann. Und dann hast du nach Paderborn kein Spiel mehr, ja.
Ja, dann könnte man natürlich dann die ganze Zeit wieder auf dem vierten Platz liegen, wo wir jetzt, glaube ich, 9 oder 8 Spieltage am Stück waren. Ich glaube, es sind 9 sogar. Aber dann vielleicht mit einem Spielrückstand oder 2, dann wäre das ja wieder okay. Dann kann man das dann alles wieder gerade rücken. Naja, egal. Das ist jetzt schon wieder Träumerei. Ja, alles Weitere dann im Jahr 2018. Da möchte ich nur noch kurz eins erwähnen, nämlich das Hessen-Pokal-Halbfinale beim TSV Steinbach. Das wird stattfinden am Dienstag, den 20. März um 19 Uhr. Ja, da können wir mal wieder uns einen abfrieren da oben in Haige. Aber mal gucken, ja, vielleicht. Ich nicht. Du nicht? Ja, weiß nicht. Bei Hessen-Pokal, da zucke ich ja immer, da fahre ich ja ganz gern auch mal auswärts. Ich bin ja sonst ein sehr seltener Auswärtsfahrer, aber Hessen-Pokal, das ist ja so mein Ding. Gucken wir mal, was wir machen. Sonja ist bestimmt, hast bestimmt schon fest eingeplant, oder? Ich gehe bisher davon aus, ja. Ja. Doch. Naja. Wir gucken mal. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wenn mir das halbwegs in den Kram passt, dann würde ich das auch machen. Aber das. Wir waren da halt jetzt schon 100 Mal, aber gut. Ja, letztes Mal war es doch gut. Letztes Mal war super. Ja. Genau. Dann steht also demnächst die Weihnachtspause an. Ja. Und dann werden wir auch mal. Wir nennen die Winterpause wegen den religiösen Gefühlen. Habe ich Weihnachtspause gesagt? Ja. Ich meine eigentlich auch Winterpause. Wieso sage ich Weihnachtspause? Also ich habe ja auch schon meine Weihnachtsreifen aufgezogen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und mir ist schon mein Weihnachtsfell gewachsen. Oh. Also, wisst ihr, was man super machen kann in der Winterpause? Was denn? Den SVW in Wiesbaden begleiten. Oh, ja. Überleitungsking. Der Überleitungskönig schlägt wieder zu. Warte mal, da lass mich doch schnell erst noch mal eine Kapitelmarke setzen hier. Und zwar gibt es ja dann natürlich wieder ein Trainingslager. Oder möchtet ihr das erzählen? Ich muss ja das nicht alles hier erzählen. Micha? Also, ja, also ist die Schlagzeile, die da heißt, macht den Abflug mit dem SVWW. Mhm. Die heißt Fan- und Sponsorenreise, also ein schöner Name. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es anbieten. Es geht darum, dass sie vom 7. bis 14. Januar 2018 im Trainingslager in Spanien sind. Und das ist, glaube ich, in der Nähe von Valencia oder was? Und, ja, das ist, glaube ich, ein Stück südlich. Ich hatte mir das auch schon mal angeguckt. Da waren sie mindestens letztes Jahr auch schon, vielleicht sogar auch schon vorletztes Jahr, das weiß ich jetzt nicht genau, aber letztes Jahr auf jeden Fall. Genau, und man kann dann eben auch in dem Hotel, wo die Mannschaft ist, auch eben übernachten oder halt was buchen. Und ja, wie gesagt, das ist ja dann jedem selbst überlassen, ob er das gut findet oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass sie es anbieten. Und ja, also kann man dann die Runde geht ja tatsächlich schon irgendwie um den 20. Januar wieder weiter. Und ja, dann kann man vorher eben noch einen kleinen Urlaub in Spanien mit Fußball oder Trainingslager gucken verbinden. Und Testspiele ist ja wohl auch wieder Union Berlin unter anderem. Genau, das steht schon fest. Wahrscheinlich wird es noch ein zweites geben, was jetzt noch nicht feststeht, aber das macht ja hier unsere tolle Agentur, die regelt das schon wieder. Die wird schon noch einen anderen Testspielpartner schon noch finden. Wobei ich sagen muss, es ist nicht ganz billig, ne? Das ist jetzt. Das wollte ich auch noch sagen, ja. Okay, erzähl mal weiter. Also, nee, ich wollte auch nur sagen, dass es nicht ganz billig ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe mir das gerade hier nochmal aufgemacht, da diesen Flyer. Ja. 3 Nächte im Einzelzimmer 466 Euro, also gute 150 Euro pro Nacht. Oder 5 Nächte für 700. Das sind ja dann auch schon. Und das ist halt ja wirklich tatsächlich nur das Hotel. Mit Frühstück. Hotel mit Frühstück und hier tolle 24 rund um die Uhr Betreuung oder beziehungsweise Ansprechpartner hier von dieser Agentur.
Flughafentransfer ist noch inklusive, aber halt eben nicht der Flug. Also man muss schon selber hinfliegen. Ja, und dann, ja gut, hier, was gibt's noch? Mannschaftsabend, also irgendwie Barbecue mit der Mannschaft, na gut. Und Begrüßungsmappen mit allen wichtigen Infos, okay, das kann man vergessen. Aber so, was ich, wenn du dann auch irgendwie Ausflüge oder sonst irgendwas, das geht halt alles noch so on top. Also es ist wirklich halt im Prinzip eigentlich nur das Hotel. Das ist dann schon nicht mehr ganz so billig, aber okay. Wahrscheinlich ist es günstiger, man sucht sich selbst in der Nähe ein Hotel und oder bucht es halt so. Dann hast du natürlich nicht den Mannschaftsabend, ne? Ich glaube, da ist dir keiner böse, also, wenn du dich dazu hockst. Ich mache einen Cocktailabend mit der Mannschaft und das geht auch. Ja, genau. Mit ordentlich Sprit, da sind die mit dabei, die Jungs. Alles alkoholfrei. Achso, okay. Ja, Sprite wollte ich sagen. Sprite, ich habe mich verlesen hier in meinen Notizen. Ja. ja. Genau. Ansonsten, also wie gesagt, es gibt dieses eine Testspiel gegen Union Berlin. Ich glaube, da gibt es auch sogar schon einen Termin dazu. Ich habe ihn auch im Kalender drin. Ich gucke den jetzt nicht nach, das könnt ihr dann selber sehen. Wir sprechen auch eh nochmal in der Winterpause, machen wir dann mal eh so einen Hinrundenfazit. Da machen wir sicherlich mal eine Folge. Da gucken wir auch mal so, was uns so aufgefallen, was hat uns gefallen, was war gut, was war nicht so gut, Spiele so ein bisschen bewerten und sowas. Das machen wir dann mal in der Winterpause. Und dann können wir auch dann so die restlichen Testspiele mal verkünden. Vielleicht ist, ich nehme an, dass auch wieder eins hier in der Britta Arena ist, bevor es dann mit der Liga wieder weitergeht. Ja, ist die das Frage, ob sie da noch einen Termin nicht finden. Also meinst du nicht? Ich habe nachgeguckt, das Spiel gegen Union Berlin ist am 12. Das ist ein Freitag. Und ja, die Woche danach geht schon los. Am 14. kommen sie aus dem Trainingslager und danach in der Woche geht es ja schon los. Das stimmt. Da wird es relativ knapp, wenn sie zu Hause noch spielen. Letztes Jahr richtig, da war es eine Woche mehr. Ne? Da hatten wir nämlich noch auch so um den 20. rum. Also jetzt, wo die Liga jetzt schon wieder losgeht, war letztes Jahr dann noch dieses Testspiel gegen Würzburg. Letztes Jahr, also dieser Jahr, genau. Ja. Naja. Okay. Wir werden es sehen. Könntest du über die A-Jugend reden? Genau, das wäre noch das, was ich hier noch stehen habe. Da waren wir nämlich auch. Das war eigentlich, hätte es ein sehr tolles Sportwochenende werden können. Wenn das nicht schon so scheiße losgegangen wäre mit dem Spiel gegen Hansa Rostock da vorletzte Woche. Freitagabends die Profis gegen Hansa und dann war nämlich am Samstagvormittag auf dem Hallberg das Spiel der A-Jugend in der Junioren-Bundesliga gegen Bayern München und allein der Name zieht offensichtlich Leute auch zu Jugendspielen. Sonst haben die jetzt. Zumindest hat er dich dahin gezogen. Ne? Naja, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch sogar gegen andere gekommen, weil das passte da mir terminlich halt mal. Aber und außerdem hatte ich dem lieben Napto versprochen, dass ich ein paar Tweets zum Spiel absetze, der sonst auch die Bayern-Nachwuchsmannschaften intensiv begleitet, aber nicht bei dem Spiel war. So. Und deswegen war ich dann auch tatsächlich mal seit langer Zeit mal wieder auf dem Hallberg. Und da war richtig viel los. Ich habe jetzt am Ende gelesen, es waren irgendwie so, ich glaube 600 Zuschauer stand da irgendwo. Fühlte sich aber auch tatsächlich sehr voll an. Also so da die Tribüne war tatsächlich gut gefüllt. Als ich kam ein bisschen zu spät. Und da waren sogar tatsächlich noch Leute an der Kasse, die da noch anstanden. Und ich dachte ja, weil es ist ja dann irgendwie so mit... Schlange die ganze Zeit schon. Ja, und so mit der Dauerkarte hat man ja eh freien Eintritt. Da dachte ich, da gehe ich dann halt einfach mal vorbei. Und da hält die mich an. Ja, hier, ich bräuchte doch eine Karte. Ich so, ja, ich habe doch eine Dauerkarte. Ja, aber warum muss sie halt... Da kriegt man dann so eine Tageskarte dann dafür. Und dann stand da halt eine andere dann daneben, die mir dann halt so einen Abriss wie so im Kino oder im Freibad oder sowas da so, so dann in die Hand drückte. Und dann war es dann gut. Dann durfte ich dann durch. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, das war jetzt vom Verein auch nicht blöd gemacht. Die haben gesagt, dass alle, die eine Dauerkarte sowieso natürlich, die eigentlich, glaube ich, immer freien Eintritt zu Jugendspielen. Zumindest alle, diese Saison, ja. Aber ich nehme an, das werden die wahrscheinlich dauerhaft so machen, ne? Alle, die ein Ticket für das Rostock-Spiel hatten und dabei hatten, die kamen auch kostenlos rein. Mhm. Das wird sicherlich auch nochmal einige motiviert haben.
Ich hatte auch bei dem Rost. Also es wurde ja auch beworben, so als, weiß ich nicht, super Wochenende und hier ja. Mit der Karte dann kostenlos. Genau. Und, und zweimal das gleiche Ergebnis. Juhu. Nein, nicht ganz. Gegen ja, Punkte halt. Ja, so gesehen schon, ja. Aber man muss sagen, die Wener haben das echt gut gemacht. Also das Spiel war schon ganz ordentlich. Die Bayern schon, wie erwartet, Spielstärke. Aber so von den Chancen her hätte es auch schon zur Halbzeit durchaus eine Führung für Wien geben können. Das wäre nicht unverdient gewesen. Und dann ist es dann kurz nach der Pause, oder ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall irgendwann in der zweiten Halbzeit ist dann das 1-0 tatsächlich gefallen. Und dann hat es ein Weilchen gedauert, dann fiel dann aber doch der Ausgleich und kurz vor Schluss oder so gegen Ende, so weiß ich so, auf jeden Fall nach der 80. dann oder 85. was war es so in der Größenordnung, dann das 2-1 noch für Bayern. Hab ich das richtig in Erinnerung, Sonja? Ja, und dieser bekackte Bayern-Dusel, der ist überall. Ja, genau. Ja, war tatsächlich ein bisschen unglücklich. Also einen Punkt hätten sich alle mal verdient, die Jungs. Aber war eigentlich ein ganz ordentliches Spiel. Und das war ja nicht das erste ordentliche Spiel. Die haben ja in letzter Zeit tüchtig gepunktet und waren zwischenzeitlich bis auf Platz 5 hoch gerutscht. Jetzt durch die Niederlage gegen Bayern. Und dann, wo haben sie jetzt noch verloren? Ich glaube gegen Nürnberg, oder was war das jetzt letzte Woche, ne? Ja. In genau. Nürnberg, genau. Das war natürlich ein bisschen doof, weil Nürnberg erst, ja, die haben jetzt stehen unterm Strich, haben jetzt 9 Punkte. Unsere Jungs haben 17 Punkte, stehen damit so auf Platz 7 von 14, also ziemlich genau mittig. Umrahmt von den anderen beiden Aufsteigern aus Haching und Heidenheim. Genau. Aber ich meine, das Ziel ist ja ganz klar Klassenerhalt und da sieht es nicht so schlecht aus jetzt. Also klar. Ja, also ich hätte auch. Es ist noch eine Weile gedacht, hin. Aber ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie die Klasse halten, so vor der Runde. Und jetzt hast du 7 Punkte Vorsprung. Und jetzt ist ja sozusagen die Hinrunde rum. Also sie haben jetzt 13 Spiele in der 14. Liga. Das heißt, sie müssten gegen jeden einmal gespielt haben. Und die Bayern verzehren noch die Tabelle, weil die erst 9 Spiele haben. Also sie haben anscheinend wegen dieser Champions League da der Junioren, wo sie da mitmachen, wahrscheinlich ein paar Spielverlegungen gehabt oder keine Ahnung. Ja, ja. Aber ich denke, die Jungs, also wenn die jetzt nicht einbrechen in der Rückrunde, dann sieht das super aus. Also ich denke, die müssen noch 3-mal gewinnen und dann dürften sie da die Abstiegssorgen los sein. Ja. Die nächste Gelegenheit ist schon gleich am kommenden Samstag in Stuttgart. Da hängen die Trauben natürlich hoch. Da gab es in der Hinrunde, das war gleich das erste Spiel, gab es erstmal 5-1 einen auf den Deckel. Und Stuttgart ist ja auch bekannt für die starke Jugendarbeit seit Jahren. Also die spielen ja häufig auch genug auch in den Endrunden dann um die Meisterschaft mit. Mal gucken. Aber vielleicht gelingt ja da eine kleine Überraschung. Und dann ist nächste Woche, 9.12., das ist auch wieder Samstag, ne? Ist dann nochmal ein letztes Heimspiel vor der Winterpause, gegen Eintracht Frankfurt. Ja, das war ja der erste Saisonsieg. Das war ja eigentlich vom zweiten Spieltag, war aber irgendwie verlegt. Und da warst du ja da, das hat Sonja ja berichtet gehabt, da warst du ja vor einiger Zeit, ne? Ja. Genau. Da könnte man auch tatsächlich nochmal auf den Hallberg hochfahren, mal gucken, ob ich das einrichten kann. Da ist bestimmt dann auch ein bisschen was los und ja, vielleicht geht da nochmal was. Aber das ist jedenfalls sehr erfreulich. Haben wir eigentlich im Prinzip so alles, was hier so die nächstgelegene Konkurrenz ist, jetzt so also räumlich gesehen. Also sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Mainz, als auch gegen Kaiserslautern haben sie gewonnen. Das ist ja schon mal alles schön. Ja, stehen wie gesagt sehr solide da. Das freut uns. Ja, das wäre es so eigentlich an News, die wir noch besprechen wollten. Oder habt ihr sonst noch was auf Lager? Nö. 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 Gut. Haben wir irgendwas Buntes? Jetzt außer so den üblichen
Zwischenständen. Stichwort Saisonspende. Da kam jetzt nicht so viel dazu seit dem letzten Mal, leider. Warte mal, ich glaube. Doch, ja, genau. Also es kamen 3 Tore aus dem Hessenpokal und 2 Tore in der Liga nur aus 3 Spielen. Also stehen wir jetzt insgesamt bei 40 Toren, sprich 40 Euro. Das Tippspiel, glaube ich, mache ich mir jetzt nicht auf. Das, nimmt so seinen gewohnten Gang. Und dann haben wir natürlich noch unsere Schnellbacher-Wette. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Der hat jetzt sein 2. Tor gemacht. Da ist also quasi, ist eigentlich im Soll. Okay. Ich heb mir da wirklich die Hebe für kurz vor Schluss auf, nicht, dass das noch nach hinten losgeht. Kurz vor Schluss wird er so ein Spiel haben, in dem der mehrere Tore macht und dann kriegst du nochmal richtig ja, zu sehen. Das erste seiner Karriere, meinst du? Das erste Spiel mit mehreren Toren, oder? Er in der Liga, hatte er mal für uns mehrfach getroffen. Jetzt muss ich mal zurückdenken. Spontan kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch nicht. Ich glaube, er hat im Hessenpokal hat er mal doppelt getroffen, aber in der Liga glaube ich auch nicht. Aber gut, sei es doch. Das ja mal. Ja. Mal gucken. Um dich zu ärgern. Ja. Ach Gott, es gibt Schlimmeres. Naja. Als den Gunnar zum Hessenpokal einzuladen. Genau, richtig. Das wäre ja eigentlich gar keine Strafe. Das wäre ein Privileg. Ja. betreten still an der Stelle. Okay, dann machen wir doch mal weiter mit unserer beliebten und sinnstiftenden Rubrik, der Hassrubrik. Ja. Ja, da kommt der groß vor. Gunnar, wir haben es dir ja nicht gesagt, aber wir haben beim letzten Heimspiel ausgemacht, dass wir versuchen, dich irgendwie loszuwerden und diesen Podcast gar nicht mehr über Fußball gehen zu lassen und einfach so einen Hass-Podcast zu machen. Ja, meinetwegen. Wir können bei auch. Bei uns zu dieser Hass-Rubrik immer so viel einfällt. Wir können auch gern Sondersendungen machen oder die, wir machen nur alle 4 Wochen, sprechen wir über Fußball und dafür jede Woche hassen wir irgendwas, meinetwegen. Also ich bin dafür alles offen. Ja, ich sehe da Potenzial. Ja. Also der Vorschlag für heute, der kam auch wieder von Micha. Ja. Was hat er denn für einen Vorschlag? Ja, also ich habe mich aufgeregt. Ja. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Und zwar hat die allseits beliebte DFL terminiert ja die Spiele der gibt ja einen Spielplan und dann eine zeitgenaue Ansetzung und das wird ja dann immer so scheibchenweise oder blockweise festgelegt. Mhm. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, beziehungsweise wurde von jemand anderem darauf hingewiesen, dass unser Heimspiel gegen Bremen 2, das stattfindet am 10.2. oder was ist das? Jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Soll ich im Kalender gucken? Oder? Ah, ist ja auch egal. Also, Schau es gerade nach. Auf jeden Fall Anfang Februar spielen wir gegen Bremen 2. Das wurde auf einen Sonntag gelegt. Soweit so normal. Und dann habe ich festgestellt, dass das tatsächlich der Fasnachtssonntag ist. Und das hat mich dann ziemlich genervt. Genau, es ist der 11.2. Von Fasnacht kann ja auch jeder halten, was er will. Aber Fakt ist, dass in Wiesbaden der Umzug eben am Sonntag ist. Und der fängt halt um 13.11 Uhr an. Vom Elsässer Platz und geht dann ja einmal durch die Stadt und wieder zum Elsässer Platz zurück. Ich glaube, der ist dann um, weiß ich nicht, 4:30, 5 ist der fertig. Irgend sowas, muss ich noch nachgucken. Und ja, je nachdem, wo man da steht, kriegt man den Zug dann ja früher oder später mit, wenn man ihn dann mitkriegen will. Es gibt Leute, die wohnen so ungünstig, dass sie ihn mitkriegen müssen, auch wenn sie ihn nicht mitkriegen wollen. Ja, ich weiß schon, auf wen du ansprichst. Das ist der Grund, warum ich normalerweise an diesem Tag mich
rechtzeitig aus Wiesbaden verabschiede. Genau. Und auch die Leute sind ja dann dort. Also bei mir ist so, ich gehe da gerne hin. Ja, also draußen auf der Straße sich verkleidet, tagsüber Bier reinzukippen, das ist genau mein Ding. Das machst du auch, wenn nicht Fasnacht ist, ne? Das müssen wir mal klarstellen. Da werde ich nicht blöd angeguckt, wenn ich es mache. Nein, also ich finde das einfach lustig und da sind ja auch, weiß ich nicht, wie viele Leute gucken da dem Zug zu. Ja, das sind ja schon mehrere. Weiß nicht, ob das 100.000 Leute sind, die am Straßenrand stehen, aber auf jeden Fall. Das vielleicht 10.000. Nicht, aber ja, das schon. Warum auch immer. Wäre 10.000. Und ja. Auf jeden Fall ist da ja ein Umzug, der durch die Stadt führt, der ja auch, wo auch klar ist, wann der stattfindet. Und dann wird halt unser Spiel genau da hingelegt. Ich habe dann mir erst auch gedacht, das kann doch die Polizei auch nicht wollen. Und die sind ja noch so mit stimmberechtigt, was so den Spielplan angeht. Weil die da immer diese Anfahrtswege schauen und so. Klar, jetzt ist Bremen 2 natürlich ein Gegner, der wird nicht viel Fans mitbringen und da wird es auch keine Probleme geben. Ich habe halt mit dem Volker gesprochen, mit dem Fanbeauftragten, und der meinte dann halt, dass es für die Polizei sogar gut wäre, weil dann könnten sie mehr ein höheres Kontingent anfordern und sie könnten es dann eben, wenn jetzt beim Spiel alles ruhig ist, könnten sie eben mehr Leute zum Richtung Umzug beordern und wenn es da doch irgendwas geben sollte, würden sie die Einsatzkräfte eben vom Zug eher Richtung Stadion beordern. Irgendwie so hat es mir erklärt. Aber ich finde es halt nervig, weil ich mich jetzt halt entscheiden muss, was will ich machen? Will ich das Spiel sehen oder den Umzug sehen? Ich noch nicht genau weiß, was ich da mache. Weil es halt auch zeitlich genau sich überlappt. Ich habe ja keine Chance zu sagen, okay, mach es nur ein bisschen und wir machen das dann ja dann auch als Familie und irgendwie ist das halt, nervt mich das total. Was auch die Anfahrt für alle Taunussteiner jetzt auch nicht unbedingt vereinfacht, ne? Weil üblicherweise, also wenn du jetzt, keine Ahnung, über die Platte oder Eiserne Hand oder sonst irgendwas fährst, dann fährst du halt ja einmal durch Wiesbaden durch, das ist ja dann alles nicht, ne? Also, ja gut, du musst über den zweiten Ring dann halt außenrum fahren, ne? Ja, also ich meine, aber wenn du halt mit dem Bus anreist oder so, die fahren ja dann auch nur bis, ich meine, klar, der Zug geht, glaube ich, um 13.11 Uhr los, das heißt, dann musst du halt rechtzeitig anreisen, dann ist es kein Problem. Aber wie gesagt, es ist halt, ja, wer keinen Bock darauf hat oder aber aus dem Spiel kommen will, muss sich irgendwie durch die Stadt quälen. Und wer ihn halt gern gucken würde, der muss sich halt entscheiden, ob er den Zug sieht oder das Spiel. Und was ja auch noch dazu kommt, der Verein hat ja es zumindest in letzter Zeit auch geschafft, mit diesem Schulbus da, diesem umlackierten, der ja auch immer vorm Stadion steht, Teil des Zuges zu sein. Das heißt, der Verein war ja auch auf dem Umzug vertreten. Gut, das kann er jetzt wahrscheinlich immer noch sein. Aber zumindest können sie keine Spiele reinstellen. Ne? Das ist halt auch die Frage, wer da mitläuft. Ansonsten haben sie ja zumindest so die Moni als Fanbeauftragte und ein paar Fans sind dann ja noch mitgelaufen oder was. Ich finde das, also mich nervt das und weiß jetzt auch, und der Verein hat wohl auch Freitag und Samstag angegeben als Wunschtermin für diesen Spieltag, aber hat halt den Sonntag bekommen. Von daher kann man dem jetzt auch keinen Vorwurf machen. Und die müssen sich halt auch dran halten, ja. Und wie gesagt, ist halt nervig. Vielleicht ist dann doch, ich hoffe auf so scheiß Wetter, dass der Platz nicht bespielbar ist. Ich hoffe auf so scheiß Wetter, dass der Zug ausfällt. So, ja, das wäre dann das weitere Problem. Ja. Wie gesagt, vielleicht läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir dann halt irgendwie vor 1500 Leuten dann da spielen, ne? Ich tendiere auch dazu, trotzdem ins Stadion zu gehen, aber ich weiß es noch nicht. Ja, es ist tatsächlich saublöd. Also ich meine, wie gesagt, der Faschingszug selbst ist mir ziemlich schnuppe, ich habe da nicht viel mit zu tun, aber normalerweise fliehe ich dann, werde dann so zum Fußball fliehen, aber da muss ich dann auch schon erstmal hier mich aus meinem Viertel rauskämpfen. Also mit dem Auto hinzufahren, das kann ich mir dann schon mal knicken. Ich hol dich ab, verkleidet. Ja, oh Gott. Du fährst dann aber bitte nicht. Nein, ich hol dich zu Fuß ab. Ja, mal sehen. Mein Bus fährt ja eh nur bis zu einem gewissen Punkt und dann. Ja.
Gut, das besprechen wir dann noch, wenn es soweit ist. Genau. Ja, okay, mehr Hass. Ja, Rostock war auch scheiße. Ja, okay, gut, das ist eine normale Frust, wenn wir ein Spiel verlieren, das ist klar. Und überhaupt, und das Wetter, habt ihr mal aus dem Fenster geguckt? Und das, nach dem Rugby-Spiel gab es Beschwerden und Fotos, wie der Rasen denn aussehe nach dem Rugby-Spiel. Mhm. Und dass die uns den Rasen kaputt oder zum Kartoffelacker umgewandelt haben. Von Vereinsseite gab es jetzt keine Beschwerden und die haben ja da auch ihr Greenkeeper-Team. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht gesehen und weiß jetzt nicht, inwieweit das den Rasen mehr kaputt macht als ein normales Fußballspiel. Aber ich hoffe, man... Ich habe es zwischendurch mal im Fernsehen habe ich mal reingeschaltet. Das lief ja irgendwie auf Sport 1 und da habe ich es tatsächlich nicht lang ausgehalten, weil es hat mir tatsächlich wehgetan, dazu zu gucken, wie die sich dann da halt hinschmeißen und tatsächlich da wirklich den Rasen umpflügen. Das war schon ein bisschen bitter, weil die haben ja dann da diesen, wie heißt das? Ich glaube Scrum. Ich bin nicht so ganz sicher mit den Begrifflichkeiten, aber wenn die da halt so alle miteinander ineinander verkeilt sind und um den Ball da irgendwie ringen und dann da diese ganze Meute von wie vielen Spielern dann da irgendwie so auf dem Rasen hin und her wogt und die sich natürlich dann halt alle mit aller Kraft mit ihren Stollenschuhen natürlich dann in den Rasen stemmen, also das sah schon schlimm aus. Konnte ja, ich nicht doch, lange mehr zugucken. Natürlich, das muss natürlich den Rasen mehr beanspruchen, weil man ja gegeneinander arbeitet viel mehr. Ja. Es ist ja nicht nur das Gelaufen, sondern es ist ja richtig dieser Pulk und Kraft und viel mehr Rutschen auch und aber der Verein wird sich kaum darüber beschweren können, nachdem die das ja selbst veranstalten oder sich bemühen, andere Sachen da in die Arena zu holen, dann können die jetzt dann... Da muss man sich nicht wundern, also wenn man solche Klopper da drauf lässt, dann ist klar, dass das am Ende so aussieht und vorher war das jetzt auch keine wunderschöne Wiese. Ja, vor allem halt auch im November, ne? Also... Ja, na gut, jetzt muss es halt noch einmal am kommenden Samstag jetzt noch mal einmal gehen gegen Paderborn und dann ist ja Winterpause, da kann sich der Rasen ja regenerieren. Das macht er. Ja, wurde das Rugby-Spiel gerade nochmal so erwähnt. Das war ja eigentlich dieses super Wochenende. Hatten wir gerade schon angesetzt. Also erst Freitagabends das Spiel gegen Rostock, dann Samstagmorgens oder vormittags das A-Jugendspiel gegen Bayern. Dann hatte ich mir noch überlegt, könnten wir eigentlich rüberfahren nach Mainz, wo der TSV Schott ja dann diese Partie gegen die chinesische U20 ausgetragen hat. Das wäre legendär geworden. Also ich hatte tatsächlich drüber nachgedacht, aber dann war ja auch dann... Also zum einen war es mir dann kalt und dann hatte ich dann zwei Wiener Niederlagen gesehen, dann hatte ich dann irgendwie nur noch Lust auf unter der Kolde auf dem Sofa sitzen am Samstagmittag. Da war auch die Schierstein Brücke war ja dann auch gesperrt, von daher ist dann die kurze Fahrt nach Mombach dann auch schon nicht mehr ganz so kurz. Deswegen bin ich dann nicht hin. Wobei es legendär geworden wäre, ne? Das war ja dann das einzige Spiel der U20 auf der chinesischen U20 jetzt auf deutschem Boden, wie es dann vorerst mal zumindest. Ja. Und dann abends dann noch, oder abends, ich weiß nicht, um 5 oder wann ging das los? 5 oder 6, dann eben noch dieses Rugby-Spiel in der Britta Arena. Aber da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Ja. Ja, es gibt sogar noch mehr Hass. Was, noch mehr Hass? Und zwar von den Hass? Drittligisten. Ja, von den Drittligisten gegenüber dem DFB. Ach so, ja, oh ja, das... tatsächlich, ja. Regionalliga-Reform. Also geht es ja darum, das ist ja immer noch nicht entschieden, wie es dann laufen soll. Also letztlich geht es ja darum, dass von den 5 Regionalligen nur 3 aufsteigen und... einige dann ja in die Röhre gucken, vor allem die aus der Regionalliga Südwest in letzter Zeit. Und jetzt gibt es ja verschiedene Vorschläge, wie man das ändern kann, also auch von verschiedenen Verbänden. Aber fast jeder Vorschlag läuft darauf hinaus, dass es einen 4. Absteiger gibt aus der 3. Liga. Was ich persönlich als verkraftbar ansehe, aber natürlich die Drittligisten ihren Status quo mit nur 3 Absteigern behalten wollen. Und dementsprechend gibt es ja jetzt, bei Kicker titelt Drittligisten begehren gegen DFB auf. Es hätte fatale Folgen und trotzdem würden nicht alle Meister aufsteigen. Das ist natürlich ein cooles Argument, aber... das sind jetzt, glaube ich, 2 Aussagen, die jetzt direkt hintereinander stehen. Ne?
Ja, also natürlich ist es so, dass ein vierter Aufsteiger das Problem etwas abfedern würde und man auch diesen zweiten der Regionalliga Südwest nicht an dieser Aufstiegsrunde mehr teilnehmen lassen muss. Das fände ich auch okay, aber es gibt natürlich da auch verschiedene Interessensbestrebungen, zum Beispiel der Regionalliga West und Südwest einen festen Aufsteiger zu garantieren, während die anderen drei Ligen dann eben um die anderen beiden Plätze sich streiten müssen oder es dann so ein rotierendes System gibt. Also ich sag mal, wenn sie es ändern wollen, dann sollen sie es doch auch sagen, hier 4 aus 5 und gut ist, sich da irgendein System überlegen, aber jetzt nicht irgendwelche Ligen präferieren, das ist doch auch wieder Mist. Ja, das kommt halt daher, dass da die, die meisten Vereine sind. Das ist so die Argumentation. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 4 Regionalligen geben wird, ist, glaube ich, relativ gering. Wie gesagt, ich finde es bei einer 20er-Liga finde ich 4 Absteiger okay. Ja, oder man macht den Viertletzten, halt macht noch eine Relegationsrunde mit den anderen mit. Dann machen wir es noch schöner. Ja, genau. Ja, warum nicht? Also ich meine, der Antrag ist jetzt nicht dabei, von daher wird es unwahrscheinlich, aber ja, also vielleicht kann ich noch was nachreichen. Man kann sich da ja auch nochmal informieren, aber ich gucke gerade nochmal, wann das entschieden werden soll. Jetzt, ich glaube, am 8. Dezember habe ich irgendwo was gelesen. Also hier steht in 8 Tagen, am 8. Dezember. Ja. Da ist der DFB-Bundestag. Ja. Wenn du überlegst, also was das schon auch Auswirkungen hat, ne? Wenn es die Relegation nicht gibt, wäre der HSV auf jeden Fall schon abgestiegen. Vorausgesetzt, die Ergebnisse wären dann so gewesen, wie sie waren. Jetzt, ne? Bist du aber in einer anderen Liga unterwegs. Ja, aber auch da ist es ja dann auch so. Jetzt bei uns, wenn das die Reform schon gegeben hätte, wäre Paderborn jetzt auch weg. Ja, hätten wir das Problem nicht mehr. Ich sage ja nur, also das sind halt. Wir so, auch, halt oder? So, nee. Wir auch. Also je nachdem, wann es die dann gegeben. Nee, wir hatten uns ja gerettet. Also wir hatten ja einige Teams hinter uns noch. Wir waren aber, ja dann. Du sprichst jetzt auf die vorletzte Saison an, ne? Ja. Da waren wir dann auch aber nicht 17. sondern glaube, wir waren sogar 16. am Ende, ne? Ja, wir hatten tatsächlich mehrere Teams überholt dann. Ja, ja. Aber trotzdem, ich meine, das sind so Sachen, die erstmal nur auf dem Papier eine Bedeutung haben. Aber klar, wenn dann die Saison endet, dann weiß man ja auch vorher, wie es aussieht. Und da muss man sich eben auch drauf einstellen. Andererseits kann ich jetzt die Argumentation der Drittligisten nicht ganz, den kann ich nicht ganz folgen, weil sie hat eben keine fatalen Folgen, weil man ja auch einfacher wieder aufsteigen kann. Aber klar, es ist immer einfacher drin zu bleiben, wie wieder hochzukommen, ja. Ja. Meistens. Da werden dann halt auch so schöne Sachen dann, DFB, das hat man, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal ja schon gesprochen, da haben sie ja dann irgendwie hier so großspurig irgendwie noch 2 Millionen zusätzlich für Nachwuchsförderung und sonst irgendwas. Aber wie gesagt, wenn du das halt mal umschlägst, dann halt auf 19 oder 20 Vereine, ist das jetzt nicht mehr so viel. Insgesamt. Ja. Und auch der tolle neue Telekom-Vertrag, die dieses Jahr schon übertragen, aber erst nächstes Jahr zahlen. Und das ist ja auch keine Riesensummen, ne? Also da verändert sich dann, glaube ich, irgendwie das Fernsehgeld von 600, weiß ich nicht, was waren 650.000 oder 625.000 oder sowas, dann auf 800.000. Klar, es ist prozentual gesehen schon eine deutliche Steigerung, aber das ist jetzt immer noch nicht so, dass jetzt dann irgendwie die Drittligisten jetzt da sorgenfrei wirtschaften können, ne? Also das ist immer noch auf große Sponsoren oder Gönner angewiesen. Genau, also ich verstehe die Argumentation. Also ich meine, gerade auch, weißt du, wenn die sagen, okay, wir geben euch einen weiteren Absteiger, ich finde es auch verkraftbar, ich finde es in Ordnung, aber ich verstehe auch die Argumentation, dass die Drittligisten sagen, okay, aber das für uns, wenn wir aus der dritten Liga, wenn da jemand absteigt, das ist so ein krasser Schritt und wenn du dann mit einer starken Saison, die du spielst, nicht aufsteigst, und das passiert ja jetzt gerade ständig und das passiert ja in der neuen Regelung, kann es ja immer noch passieren. Dann ist es eigentlich immer noch eine Frechheit. Also ich habe ja schon oft genug meine Meinung dazu diesem Regionalliga-Konstrukt gesagt. Aber ich verstehe das, dass sie sagen, wenn jetzt ist noch ein Absteiger mehr und wir haben immer noch nicht garantiert, dass man da auch wieder hochkommen kann. Ja, klar, verstehe ich auch. Aber wie du immer so schön sagst, wir müssen raus aus der Liga. Ja. Ja. Bleibe ich dabei. Und ja. Und dann. Und zwar nach oben raus. Ja, genau.
Ja. Ja. Aber ja. Ja, DFB ist eh schwierig. Ja, und dann ist natürlich auch die dritte Liga ist ja eigentlich die einzige Liga, die der DFB selbst veranstaltet, ne? Ich meine, die ersten beiden Ligen werden von der DFL gemanagt. Und darunter dann die, genau. Die Regionalligen, die sind ja dann schon, da gibt es ja diese Regionalverbände oder wie ist das, ne? Genau. Die ja noch so quasi noch so als Zwischenstufe zwischen DFB und den Landesverbänden sind. Also die dann halt jeweils dann diese Regionalligen dann da betreiben. Das heißt, die dritte Liga ist die einzige eigene DFB-Liga, aber da kriegen sie dann halt auch, trotzdem haben die eigentlich keine Stimme in dem ganzen, in dieser ganzen Diskussion. Ich meine, es gibt dann zwar so die Vertreter der dritten Liga, klar, die finden sich jetzt natürlich dann halt jetzt mal zusammen, aber ich glaube, ein offizielles ein Sitz oder Mitspracherecht oder sowas haben die ja eigentlich gar nicht in dieser ganzen Thematik. Also es ist alles eine völlig wahnsinnige Konstruktion. Ja. Ja. Ja, ich habe auch kein Patentrezept. Kann auch nur gucken, was da jetzt bei rauskommt. Am besten, wir machen nächstes Jahr bei der DFL mit. Ja, das klingt auch schon gleich viel großartiger. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Dann habe ich nur noch den Verweis auf einen kleinen Artikel, der jetzt irgendwie gerade die Tage auf liga3.de erschien, wo sowieso tatsächlich relativ regelmäßig was geschrieben wird, also auch zum SVW in Wiesbaden. Und da ging es halt darum, von wegen hier, Konstanz ist hier so das Stichwort, aber das sagen wir eh schon seit vielen Jahren, dass sobald du halt halbwegs konstant punktest, bist du in der Liga vorne mit dabei. Man muss nicht unbedingt gut sein, aber halbwegs konstant. So, und da ist halt so ein Satz, der ist mir hier hängen geblieben. Blabla, noch nie verloren sie in dieser Saison nämlich 2 Spiele in Folge, was die bemerkenswerte Ausbeute von 33 Zählern nach 17 Partien möglich macht. Ah, das habe ich ja vorhin schon erzählt. So viele Punkte hatte zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison nicht mal der damalige Tabellenführer Duisburg. Die hatten 31. Ja, jetzt habe ich mir eigentlich meine eigene... Jetzt wissen wir, wo du dein ganzes Statistikwissen her hast. Ja, jetzt habe ich mir meine eigene... Wir denken immer, du sitzt da über Tabellen mit so einem Taschenrechner und wühlst irgendwelche Enzyklopädien durch. Ja, Liga 3 steht da zum letzten Absatz. Ja, ich... In einer verstaubten Bibliothek. Genau, mit der Ärmelschonern. Ab und zu bastel ich mir sogar tatsächlich oder suche mir tatsächlich sogar selbst was zusammen. Was ich vermisse, ist so ein Tabellenrechner, wo du halt beliebige Zeiträume definieren kannst, womit man einfach mal so schnell so eine Rehm-Tabelle oder sowas ausrechnen könnte. Das wäre schön. Das haben wir jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich habe mir herausgesucht, wie viele Punkte wir dieses Jahr in 2017 gemacht haben, der Verein. Ja. Und da kam ich auf die tolle, passende Zahl von 66. Genau, das war ja letztes Jahr, waren ja auch 33 Punkte, war ja die Rekordrückrunde. Und jetzt haben wir schon 33 in der Hinrunde. Nach 17 Spielen. Die, genau, noch 2 Spiele hat. Ja, also da können wir dann tatsächlich ja, hinter 2017 genau. Voraussichtlich einen schönen Haken machen. Dann demnächst. Genau, also der erste Spieltag in 2017 war der Beginn der Rückrunde. Von daher hast du jetzt in den 36 Spielen 66 Punkte geholt. Und das ist natürlich schon eine starke Bilanz. Mhm. Und wäre natürlich schön, wenn wir die 70 Punkte noch knacken würden dieses Jahr. 4 Punkte noch jetzt aus 3 Spielen, ja, das... Ist zumindest nicht völlig illusorisch, würde ich mal behaupten. Genau, ich denke, Aalen und Jena auswärts ist tatsächlich nicht so einfach. Aber ja, ich hoffe natürlich auf 3 Punkte. Aber Paderborn zu Hause ist einfach, ne? Das wolltest du jetzt sagen. Nee, ja, das ist klar, wenn der Spitzenreiter kommt. Aber Jena ist zu Hause tatsächlich auch unangenehm. Aber klar, also wie gesagt, ich denke, wenn du jetzt Paderborn schlägst, hast du den Vorteil, dass du... sie A auf 4 Punkte rangeholt hast und ja, B, du da das oben schön eng machst und genau. Oh, C hat man dann 36 Punkte. Ja. Genau, hätte man. Wir schauen mal.
Stichwort so zum Abschluss noch Paderborn. Wir haben es hier auch schon des Öfteren ja mal erwähnt und der Stefan vom Padercast, der war ja letztes Mal in unserer Folge live vom Bornheimer Hang ja auch kurz zu hören. Meine Wenigkeit wird da an der nächsten Padercast-Folge am kommenden Montag zu Gast sein. Und dann werden wir da zusammen das Spiel vom Samstag besprechen. Von daher hoffe ich natürlich noch umso mehr, dass wir das erfolgreich gestalten. Nicht, dass ich mich dann auch noch dafür höhnen lassen muss von den Paderbornern. Das wäre wie auf dem Schulhof, ne? Da muss man das Stärke sein. Ja, ganz genau. Schöner Vergleich, ja. Genau so war das früher. Ja, also dann Hörempfehlungen, wer möchte, dann am, ja, also wie gesagt, Montagabend wird es aufgezeichnet, dann also ab Dienstag dann im Podcatcher eures Vertrauens, der Padercast. Wir werden das sicherlich dann auch nochmal verlinken und hier so über einschlägige Kanäle dann verteilen. Aber ihr könnt auch gerne schon jetzt zur Vorbereitung, falls ihr es noch schafft, jetzt rechtzeitig vorm Samstagsspiel, die aktuelle Folge vom Padercast noch anhören. Ja, das wäre so als Empfehlung an dieser Stelle. Ansonsten bei uns, wie üblich, wenn ihr möchtet, schreibt uns, kommentiert, bewertet, verteilt Sternchen, schickt uns Liebe oder Geld. Lieber Geld. Ja, ich habe gehört, du kriegst hier ständig auf Twitter Heiratsanträge. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich habe da irgendwas gelesen, aber vielleicht habe ich nicht richtig hingeschaut. Gut. Ich merke schon, du möchtest das an dieser Stelle nicht vertiefen. Nee, ich will lieber Geld. Ja. Ah, ja. Daher weht der Wind. Okay, dann verabschiede ich mich schon mal. Danke für eure Zeit. Es hat wie immer Spaß gemacht. Und wir hören uns dann. Ja, also mich könnt ihr dann aller Voraussicht nach nächste Woche im Padercast hören. Und wir dann in der Winterpause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.